Ja, grüßt sich, Burm. Heute sind wir mal wieder hier im Keller des ewigen Hasses mit dem Vollkorn Jesus. Yes. Es geht um das Gefangenendilemma der Geschlechter. Hier eine Zuschauerfrage. Und es ist eigentlich sehr interessant, weil da wollen wir heute mal beide Sexualstrategien von beiden Geschlechtern, je nachdem, wo sie halt gerade sind und nach Absicht genauer beleuchten und dass da eigentlich nicht immer jeder davon kommt, positiv, aber das ist natürlich auch Win-Win-Geschichten sind und keine Nullsummenspiele. Und damit kommen wir doch gleich mal rein, würde ich sagen. Seit einiger Zeit schaue ich deine Videos und in der Dynamik Männer und Frauen fällt mir ein, dass diese vor allem kulturell bzw. religiös geprägt ist. Und das ist so ein Ding, ja, wie schon öfters mal gesagt, diese ganzen Aspekte, die man in der Kultur und in der Religion sieht, kommen ja oftmals teilweise aus diesen Imperativen, dass man eben sagt, ja, wenn der Mann seine Strategie maximiert, ja, Vaterschaftssicherheit, weil ja nicht jeder in den 20%ler dabei ist und unendlichen Zugriff auf die Frauen hat. Deswegen als Norm sagen sie, ja, oh, der Herrgott hat das jetzt gesagt, hier eine Frau, ein Bis Mann. das der Tod entscheidet, ne? Ist schlaue Sache gegen die Zweidrittel-Schlussmachung der Frau. Genau, Also, richtig. aber ja, und interessant, das ist natürlich wieder dieser klassische Einwurf der Form, ja, das ist ja sozial und kulturell und so. Ja, es ist ja trivial, also no offense, ne? Es ist ja trivial zu sagen, dass das kulturelle, also kulturelle Phänomene sind, religiöse, soziale. Ja, das sind natürlich alles, ne? Wenn ich jetzt irgendwas sag in einer sozialen Gruppe oder so, dann ist es sofort ein sozialwissenschaftliches Phänomen. Aber das ist ja wieder, das sagt ja wieder nichts darüber aus, was jetzt daran biologisch ist oder was nicht. Ne? Das ist ja trotzdem, ist ja einfach nur drunter liegende Erklärungsebene, warum sind diese Strukturen so, haben sich so entwickelt und nicht anders. Ne? Und Darum geht es ja dabei, ja, man sagt ja, es gibt ja auch diese allgemeine These, dass man sagt, der Mensch ist ein morales oder ein moralistisches Säugetier in vielerlei Hinsicht. Und daher kommt ja dann auch diese Sexualmoral, dass man eben schaut, okay, das sind halt oftmals so Intuitionen, ja, die werden nicht eiskalt kalkuliert, auch wie die weibliche Sexualstrategie, aber man sieht es ja dann oftmals hier in diesen kulturellen Prägungen. Also, wenn du mehr in den Fernosten schaust, die im islamischen Raum, ja, Kopftuch, warum? Um eben hier die Attraktivität der Frau zu verbergen, damit derjenige, mit dem sie verheiratet ist, die Vaterschaft mehr gesichert hat. Und das ist ja genau Gibt's da, also ich dieses weiß Ding, jetzt ja. halt, wie fundiert das jetzt ist oder so. Ich meine auch noch, dass ich damals aus dem Religionsunterricht das so mitgenommen habe von der Schule, 1000 Jahre ist her, dass das da auch so ein bisschen legitimiert wurde, der Form. Ich kann mir an einen Satz wortwörtlich erinnern, irgendwas mit, dass der Mann seinem alltäglichen Geschäfte nachgehen kann. Ja, das ist auch interessant, weil das ist ja tatsächlich ein Ding, ne? Also wenn, keine Ahnung, wenn Leute irgendwie an der Uni in der Bib rumlaufen oder so, gell, und der ist halt wirklich, das sind halt, ne, Mädels, wo es halt dir wirklich quasi ihren Kopf rausdreht. Also, naja, das ist natürlich gar kein Problem, alles und so weiter, aber es ist auf der Seite des Mannes natürlich tatsächlich ein Ding, dass man den ganzen Tag rumläuft und sich denkt, Alter, ja, das sind schon nette Menschen. Also, Attraktiv hier. ja, es lenkt schon durchaus ab. Ja, Und das man kann nichts tun. Also, nächste ist ja, ne, auch das bei uns so mehr im christlichen Raum, ja, du sollst nicht begehren deines nächsten Frau und so. Woher kommt es wohl? Ne? Das sind Ja, halt lauter eben. solche Dinge. Ja, klar. Und jetzt Eben, ist. weil man muss sich ja die Frage stellen, warum ist das überhaupt ein Problem? Das ist ja in unserer Gesellschaft, das ist ja alles, dieses ganze Monogamie-Ding und so weiter. Das hat, oder auch in Filmen, das ist ja egal, wo es wie ist oder im Alltag, immer wenn solche Sachen einfach so sind, also wenn so gesagt wird, ja, natürlich sind da Mensch, ist da jemand verletzt, wenn mein Partner mit einem anderen rummacht oder sonst was, gell? Also, das sind ja diese ganzen Sachen, und wenn man das dann durchfragt, ist am Ende eigentlich nur, ja, ich will es halt einfach so nicht. Ja, das ist also im Endeffekt, man kann das ja gar nicht weiter viel begründen, aus der kulturellen und sozialen Sicht heraus, als dass das halt einfach so sich nicht so gehört und das irgendwie moralisches Problem sei. Währenddessen das natürlich ja rational betrachtet überhaupt kein Problem sein muss auf moralischer Ebene Ja, alles, ja. aber das ist interessant, weil 2019 oder so habe ich erst noch eine Studie, die muss ich auch noch in das Verzeichnis des Hasses hinzufügen. Da geht es darum, ja, dass kulturübergreifend Männer
im Durchschnitt viel eifersüchtiger sind, vor allem wenn es jetzt hier um die sexuelle Untreue geht, weil sie ja dann ganz genau intuitiv wissen, verdammt, jetzt hat der Depp sein Kind da reinballert, ja. Weil das ja dann auch wieder aus diesem Schutzmechanismus ist. Das heißt aber nicht, dass man jetzt, ja, ich hatte auch mal eine Mail von jemandem bekommen, der dann gesagt hat, ja, er möchte keine Kinder, weil er dann meinte, ja, Vaterschaftssicherheit hat zur Folge, dass er das jetzt muss oder dass es irgendwie moralisch von ihm verlangt ist. Aber das stimmt ja gar nicht. Es geht ja nur darum, dass du als Mann dieses Gefühl eben hast und das dann halt auch wieder durch die sozialen Ebenen, vor allem wenn die Frauen das versuchen, wegzunormen. Ne? Weil wenn der Mann keinen Anspruch auf biologische Vaterschaft hat, dann kannst du natürlich mit solchen Tricks arbeiten, ja, der soziale Vater ist stark, weil du dann als alleinerziehende Mutter, hat mir vorhin mein Kumpel erst gezeigt, so ein Profil, ja, von so einer 22-Jährigen, die geschieden ist, mit 22 und ein Kind hat und schon ein richtiger Crispy Chicken Whopper ist, aber da siehst du das dann, suche einen liebevollen Vater für mein Kind und so weiter. Und die werden dann, oh, sozialer Vater ist stark. Da siehst du dann auch wieder diese kulturelle Verstärkung. Aber das wird ja dann von den Frauen angetrieben und natürlich von den White Knights mitgetragen. Weil sie ja dann auch wieder hier ihr Helfersyndrom teilweise. Ja, weil es ist ja asozial, das nicht zu tun. Ja, ja. Ja. Wer das mal fragen muss, ja, warum hat sie denn von vornherein, sie sagen ja immer, das ist ja, was mich so ärgert, my body, my choice, predigen sie ja immer. Also warum wird hier nicht vorher erstmal der Partner abgecheckt? Wie ist der Partnerschaftsmaterial und so weiter? Mhm. Da wird dann plötzlich... Ja, der wird halt dann Uppsala doch in anderer Hinsicht abgecheckt. Ja, ja, ja. Das ist die erste hypergame Frage. Erst dann wird die zweite gestellt. Genau, Mr. Sexy oder Alpha F. Aber das ist dann der Knackpunkt. Hier wird dann sofort externalisiert, ja, der Mann, der war schuld, der war ein Narzisst, das war ein heftiger Depp, ich konnte nichts dafür. Oh, ja klar, weil man kann auch Alphas verbrennen natürlich. Ja, 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 genau. Das ist dann der Fuckboy. Ja, ja. Und das sind halt aber lauter Aspekte, die sich in der Kultur und der Religion hier diesbezüglich immer teilweise auch zeigen. Richtig, und der Punkt ist eben, wie gesagt, man muss dann eben einfach nur weiterfragen, ja, warum soll das jetzt ein moralisches Problem sein oder warum ist das in der Kultur oder in diesen religiösen Schriften so verankert und so gelebt? Warum ist denn das so? Ne, man kann natürlich darauf hinweisen, ja, das ist ja hier kulturell und das ist ja religiös und so weiter, ja, aber das eben auch immer wieder, ich muss immer wieder darauf hinweisen, auch das können und sollten wir immer wieder halt weiter befragen, warum ist denn das wiederum so? Ja, und es ist auch nicht so, dass man eben sagt, ja, Monogamie ist nur von Männern bestrebt, weil die Frau hat ja da auch den Deal mit dabei. Da hatten wir ja ab und zu auch mal Diskussionen über das Thema. Genau. Eben, die Frau möchte schaut schon. Ja, eben. Versorger. Ich hatte da mal ein interessantes Date mit einer. Und die, also die war auch super. Die war wie aus dem Zoo auch. Also die war wirklich Bilderbuch-Red Pill. Also Übergamie 100%. Und sie hat dann so ein bisschen gefragt, und was geht bei mir so in, ja, so im Liebesleben und so nach dem Motto. Und dann habe ich mir gedacht, soll ich jetzt irgendwie rumgamen oder so, aber irgendwie ist die mir auch so ein bisschen auf den Zeiger gegangen, muss ich ehrlich sagen, sie war jetzt auch nicht allzu intelligent. Und dann habe ich mir gedacht so, ja, scheiß drauf, ich drop da jetzt einfach einen rein, das ist mir irgendwie egal gerade. Und dann habe ich halt direkt so offene Kommunikation und habe dann halt gesagt, ja, ich bin eher so poly unterwegs, gell. Und die ist fett abgegangen, so, also was heißt ausgerastet, aber schon so ein bisschen aggressiv geworden und so ganz, ja, also das findet sie ja richtig scheiße und man sollte sich schon auf einen Partner eben fokussieren. Und dann habe ich, mir ist mir so aufgefallen, ja Moment, sie hat mir vorher die ganze Zeit, ja, dann hat sie mit dem was gehabt und dann war sie mit dem zusammen und dann der Ex-Freund, ich weiß nicht, die war auch nicht allzu alt und die hat mir irgendwie von allein schon 10 Ex-Freunden erzählt, plus minus kann man sich wahrscheinlich nur denken, zwischendrin irgendwelche Kisten und sonst was. Aber die zählen ja nicht. Ja, in Anführungszeichen. Ja, außer beim Kerl. Dann ist er Fuckboy. Aber der Punkt ist eben, das fand ich dann so interessant, da habe ich sie eben auch gefragt, ja Moment, du hast doch gerade erzählt, wie kommt es dann zustande, dass du dann mehrere hattest? Ja. Yeah. So, ich dachte, wegen einen fokussieren und sowas. Und dann was, sie hat dann quasi tatsächlich diese, ich würde jetzt mal sagen, dass die Frau vor allem, ich glaube, Monogamie, der Mann versucht eben der Frau Monogamie aufzustülpen und schaut selber irgendwie rum. Das ist, glaube ich, so ein großes Phänomen, würde ich mir jetzt mal behaupten. Oder er würde es zumindest tun, wenn er da wieder weiterhin auch so kulturelle Mechanismen drauf werden. Ja, er hat ja dann so die Win-Win. Also die Männer, die das ja machen, die haben ja evolutionär gesehen die Win-Win-Situation. Die haben einmal die Vaterschaftssicherheit mit der treuen Frau, die ihr auch noch zuarbeiten und so weiter. Und zeitgleich natürlich noch den genetischen
Gewinn, weil sie ja eben die Schrotflinte nebenher noch fahren. Ja, ja, genau. Weißt du, ich meine? Ja, genau. Das und weil sie das ja ansonsten, na, die Frau, die kann ja, wenn sie jedes Mal wieder Single ist, kann die ja jedes Mal farmen ohne Ende. Ja. Währenddessen der Kerl, der muss ja sein Netzwerk quasi dauerhaft stehen haben und bearbeiten. Mhm. Und das im Endeffekt, das ist ja auch oft... Ne, und die Neuakquise ist ja, ja viel schwerer, absolut, für den Durchschnittlichen. Ja. Und wenn der Kerl irgendwie jahrelang in einer Beziehung war, das sieht man ja oft, wenn Männer da rauskommen aus sowas irgendwann, weil sie vielleicht dann nur Schluss gemacht hat, da geht ja gar nichts mehr. Yeah. Die hocken jahrelang auf dem Trockenen oder irgendwie kriegen es mal so ein Mitleidsbrötle oder so wo ab. Aber der Punkt ist eben, das fand ich so interessant, dass sie da dann eben, was sie da dann gesagt hat, so nach dem Motto, ja, man kann ja dann, also ja, das ist halt so lang so, wie die Liebe, das Gefühl da ist eben, und wenn das weg ist, dann kann man ja auch wieder rumschauen. Also dann kann man wieder rumschauen. Aber wenn das da ist, mhm, dann sollte man sich fokussieren. Und dann habe ich mir gedacht, ja Moment, aus welcher Perspektive spricht sie denn? Ja, aus ihrer. Na, sobald sie der Meinung ist, dass das nicht mehr passt, yeah, es passt einfach nicht mehr, ne? Ich habe einfach so die Gefühle verloren, dann hat sie ja sogar auch davon gesprochen, dann kann man ja auch parallel wieder schauen, weil dann ist ja klar, dann ist ja das Gefühl weg. Dann habe ich auch zu ihr gesagt, so, bin ich ein bisschen batzig geworden. Also meinst du, ja, ich weiß schon, was ihr da macht. Also so ein bisschen böse auch gesagt, ne? Aber das ist natürlich auch wieder sehr stark verallgemeinert. Aber das war für mich voll diese Struktur. Und da habe ich auch gesehen, dass der Mann einerseits die Monogamie erfunden hat, während er selber fremd geht, wenn man das so nennen will. Also, mhm, zumindest im Wollen her, wenn man das so nennen will. Ne? Ich meine, Kerle können das nicht denyen. Jeden Typen, den ich bisher hatte im Freundeskreis, der war nebenher so der Form, wenn der Freundin hatte, ja, scheiße. Ne, wenn er irgendwas gesehen hat, wo. Es kommt halt immer darauf an, wen man mit der Mann meinen. Weißt du, ich meine, die Leute, die weiter unten in der Nahrungskette waren, die Männer, die haben sich natürlich selber Monogamie gefreut. Eben, da geht das sonst nichts, ja. Und zeitgleich gibt es ja auch diese Hypothese, dass es sich ja ineinander verwickelt, ja, die, mhm, Frauen wollten das ja auch, ja, genau, wegen diesen Langzeitversorgern, aber auch wegen dieser, dass sie halt Mr. Stabil und Mr., ja, der Genlieferant, mhm, um es jetzt mal so zu sagen, ja, genau, dass sie dann daneben her zocken können. Genau. Und dann halt je nachdem, wie sie sich dann tarieren. Ja, genau. Und da ist mir dann eben aufgefallen, einerseits der Mann in der Tendenz, wieder im durchschnittlichen Tendenz, die Monogamie evolutionär selektiert, mhm, und die Frau hat die serielle Monogamie, weil das ist ja genau der Punkt hinterm Opportunismus. Ne? Also, yeah, so lang, wie der für mich in irgendeiner Art und Weise ein ausgewogenes Alpha-Fax-Biederbachs, Alpha-Seed-Beta-Need-Verhältnis hat, nehme ich das mit. Mhm. Und dann, wenn eben ich einfach so die Gefühle verloren habe, dann kann ich natürlich auch, Stichwort Monkey Branch und so weiter oder Backup Boys und so weiter, yeah, kann ich dann natürlich auch währenddessen wieder rumschauen. Und da ist mir das richtig aufgefallen. Ach krass, das ist wirklich, es wird auch natürlich auf der Seite darauf plädiert, weil natürlich er soll seine Aufmerksamkeit, also sein Beta-Need ja nicht streuen. Yeah. Er soll sein Versorgertum nicht streuen, sondern soll das eben auf eine dann fokussieren natürlich. Das ist ja genau das, wie man immer sagt, ne? Frauen wollen den Mann, von dem andere Frauen alle was wollen, hm, und wo andere Männer so wie der Typ eben sein wollen. Yeah. Und das ist ja dann genau das, okay, der hat wirklich das komplette Paket. Aber wenn hier es dann eben Mangel da ist, dann wird nebenher gezockt, mhm, um eben, das ist ja nicht das gleiche wie beim Mann, ne? Der Mann, der zockt nebenher, um Gene einfach wegzuballern. Mhm. Deswegen, Männer verlieben sich ja nur, wenn sie eine Affäre haben, in ein Drittel der Fälle, mhm, und Frauen in 79% der Fälle, wenn man da den Studien, mhm, zur Befragung glauben möchte. Mhm. Aber man merkt schon so eine Tendenz raus. Und deswegen zocken aber die Frauen, wenn da wirklich dann nebenher in der Beziehung was geht, eher mit dem Mr. Sexy für die kurzfristige, wenn, ja, wie der Assi Toni, der Prophet, damals schon gesagt hat, ja, da holen sie sich einen schönen Assi, genau. Und das ist ja dann genau, ja, scheiße, auch, ja, diese Mr. Sexy-Komponente dann. Aber das ist ja dann auch das, ne, das zeigt sich ja dann alles auch in diesen ganzen kulturellen Normen, je nachdem, wer da seinen Mehrwert zieht, wo, ja, der Mann auch ist, mhm, und so weiter. Absolut. Aber ich würde sagen, schauen wir mal in die nächsten Zeilen hier. Und zu meiner Frage schrieb ich bereits einen Kommentar, den ich dir einfach nochmal sende. Das war das Gespräch mit Vollkorn, Jesus kehrt zurück. Das ist ja auch interessant, ne? Das, weil du vorhin das mit der Geschichte erzählt hast, auch die geheime Bunkergesellschaft, das markieren wir, mhm, euch auch nochmal oben. Mhm. Das ist ja lustig, je nachdem wie eine Frau dich einschätzt, wenn sie merkt, ah okay, das ist eher so ein F-Boy, One-Night-Stands-Geschichten, dann sagen sie dir ehrlich, wie locker sie mit ihrer Sexualität, mhm, auch umgehen. Dann sind sie sexual, moralisch komplett andere Menschen, ja, wie wenn sie merken, ah, okay, das ist eher so ein Langzeitversorger. Mhm. Ah, du, weißt, Jungfrau bin ich noch, ja, ja, zumindest gefühlt, oder neugeboren. Mhm. Und vor allem dann auch, wenn sie älter werden, mit 28 bis 30, dann
haben sie auch eine sehr viel stärkere konservative Sexualmoral, dass sie dann sagen, ja, ich bin jetzt hier auf der Suche, ich habe endlich diese bösen Männer satt. Jetzt wird's Zeit für Langzeitding. Weißt du, ja, ich meine? Ja, absolut. Und dann, du siehst eigentlich nie die wahre Person, sondern sehr angepasst. Natürlich für die nicht alle Polizei, das gilt für alles, was wir immer sagen. Nicht alle, aber wie hat es der Asitone auch gesagt? Ja, stimmt. Da dauert es erst ein bisschen. Auch schon, ja. Da dauert es erst ein bisschen. Ja, da habe ich echt schon alles gesagt, ja. Scheibenkleister. Ja, da gibt es ja auch diese Dreierregel, ne? Weil, haben wir auch schon mal erwähnt, glaube ich, bei American Pie. Mal drei das, nehmen. Ja, ja. Bei Frauen mal drei nehmen, bei Männern durch drei teilen. Ja. Und das ist ja oftmals auch, was man dann da sieht, ja, wenn man da mal genauer unter die Haube schauen würde. Aber, weiter sagt er, es gibt, glaube ich, keinen direkten Weg dazu oder direkten Bezug. Vielleicht ist ja das Thema ja sogar ein Video oder ein Gespräch im Vollkorn Jesus wert. Ja, das ist ja genau das. Was mir bei der Red Pill, genauer gesagt bei deinen Videos, immer wieder einfällt, ist das Gefangenendilemma. Ja, das ist ja das, was man kennt, dass man, ja, zwei sind im Knast und einer kann dann letztendlich 300 Euro nehmen und den anderen abzocken, dann ist der raus. Oder sie können sich 100 Euro teilen, dass beide mit einem Win-Win davon gegangen sind. Oder einer nimmt die 300 Euro und der andere ist dann abgezockt. Weißt du, also Win-Win. Ich müsste das eigentlich kennen als alter Philosophenboy, aber ich kenne es leider nicht. Diese 100-100-Situation, was heißt es dann? Dann bleiben aber beide nur eine gewisse Zeit im Knast? Oder also wenn mich mein Alzheimer nicht täuscht, dann hast du eben vier Optionen. Beide verzichten auf das, was sie nehmen können. Aber warum kriegen die Kohle? Nur, also das ist ja das Gefangenendilemma, dass man sozusagen schaut, okay, wie egozentrisch orientiert sind sie, wie machiavellistisch sind sie, ob sie im Gemeinsamen... Oder es gibt auch so ein cooles Spiel für die Playstation, das heißt Frantics, das muss, weil da sieht man das auch, dass man sozusagen an so einem Strang zieht und über diesen Spielcharakteren hast du so einen Amboss. Und jetzt kannst du entweder... Beide halten das Seil fest und der Gewinn wird auf beide verteilt. Entweder einer lässt los und sammelt sich den ganzen Gewinn ein, dann stirbt der andere. Der andere lässt los oder beide lassen los und beide sterben und keiner gewinnt was. Und deswegen guckt man halt immer, je nachdem, ist es jetzt ein Win-Lose oder ein Lose-Lose. Ja. Und das ist eben dieses Dilemma. Ich kenne das irgendwie aus der Wirtschaftsethik, glaube ich. Also wo es auch immer um so Sachen geht wie, ne, man hat eine Wiese und da sind verschiedene Schäfer. Die haben jeweils ihre Schafsherden. Und dann geht es eben darum... Dieser scheiß Pfaffe, Alter, jetzt muss ja schon wieder bümmeln, aber erzähl weiter. Der Muezzin begrüßt uns wieder. Hass. Nee, also im Grunde, genau, da geht es darum, man hat eine Wiese und alle Schäfer schicken halt dauernd ihre Schafsherde da drauf und dann ist der Punkt, dass das irgendwann so ein Limit hat, diese Wiese, ne, wie lange die noch lebt, so quasi, wie lange die bewirtschaftbar ist da und dass die dann... Also auf Deutsch gesagt, wenn quasi alle Schäfer sich absprechen würden und nicht dauernd ihre Schafsherde da drauf schicken würden, egozentrisch, dann, wenn es dann eine Absprache geben würde, dann erst der, dann der, dann wieder so fair irgendwelche Pausen ausmachen oder so weiter, dann würde diese Wiese weiter bestehen. Aber dass in diesem Beispiel im Normalfall immer alle Schäfer halt so, wie es gerade für sie rausgeht, nur im besten Fall halt ihre Schafsherde drauf schicken und diese Wiese dann kaputt geht. Also ja, sowas. Also auf alle Fälle in solche Richtung. Mit weniger Optionen, aber ja. Wenn der eine den anderen verrät, der andere aber gesteht, dann kommt der Verräter frei und der andere kriegt die volle Strafe oder sogar die doppelte. Wenn beide gestehen, kommen aber beide frei. Was ich heute so wahrnehme, ist, dass heute beide seit Männer und Frauen rechnen. Sprich, beide verraten den anderen und haben eigentlich gar keinen Vorteil. Aber das ist ja auch diese Krux an diesen Strategien, die unbewusst ja immer rechnen, dass du... Auch wenn du es nicht absichtlich machst, du guckst ja irgendwo als Mensch immer auf bestimmte Vorteile, wenn die in einem Win-Win davon kommen. Ja, beziehungsweise man schaut ja nicht einmal bewusst zwangsläufig auf Vorteile in dem Sinn, sondern man geht ja einfach der Emotionalität nach. Ja. Das ist ja der Witz, der Kompass, also leitet ja auch sowohl Mann als auch Frau und der Mann leitet es halt zum nächsten Rockzipfel hin mit dem Auge mindestens. Ja. Und die Frau leitet es halt, die schaut halt dauernd objektiv mit einer objektivierenden Sicht, auch hier Hashtag an den Feminismus nochmal, mit einer tatsächlich objektivierenden Sicht auf das Verhalten und dann eben auch noch Status von Männern. Und Aussehen natürlich auch. Und Aussehen nebenbei. Und momentan halt immer krasser skaliert das Ganze, weil natürlich das Handy mit dem 30.000 Like Tinder immer auf dem Handy, immer in der Hosentasche liegt.
Genau, und von dem her, weil er auch meint, heute beide, also dass beide Seiten heute rechnen, das kommt, glaube ich, echt nur so rüber, weil das kulturell eben so mit diesem ganzen Patriarchatsding und mit dieser Ehe und ein bisschen religiöser alles und so weiter. Ich glaube, dass es einfach nur deswegen so rüberkommt. Die Frau und Mann haben eben, wie du ja gerade sagst, schon immer gerechnet in dem Sinn, Richtig. weil Plus heute es. kannst du die Daten sehen, weißt? Ja, genau, Du also siehst zumindest es ja heute. unterbewusst, also das Hirn, das ist ja der Punkt, ne? Das ist ja das, was ich auch gerade meinte, dieser emotionale Kompass ist ja Ja. da, wo die Rechnung dahinter steht, aber Ja. die ist nicht zwangsläufig bewusst, sondern das kann einem Red Pill vielleicht so ein bisschen bewusst machen, eben erst. Motivationstheorie und so Genau, Zeugs. das ist halt einfach nur, Ja. es ist ja motiviert, was ich tue irgendwie, und das ist ja der Punkt in Red Pill, Mann und Frau sind jeweils unterschiedlich motiviert, bestimmte Dinge zu tun, Ja. und dementsprechend war das alles schon immer ja der Selektionslogik unterlegen. Und das ist ja das, was wir immer sagen, es sind ja Programme im Hirn, die sich selektiert haben über die Evolution. Und das sind ja die rechnen, diese Programme. Ja. Na, da haben wir insofern gar keinen Zugriff drauf. Jetzt, wir können uns das mit so Theoriebildung in der Red Pill irgendwie versuchen, also das auf den Schirm zu rufen. Aber dieses Programm, das ist ja nur ein Konstrukt, ne, mit dem wir uns das erklären, dass diese Motivationen jeweils da sind und unterschiedlich zu Aber du sein kannst es können. ja auch immer testen. Also ich denke mir, dass die sagen so, ja, das ist ja so kalkulativ, aber ich denke mir, wenn jetzt, du hast jetzt den besten und liebsten Mensch auf der Welt, ja, der Der macht ja. liebste, ich bin der liebste und beste Ja, der Mensch. macht aber auch, Ja. der macht ja auch diese ganzen Dinge, die er tut, weil er dadurch ein schönes Gefühl kriegt. Das ist die sogenannte Warm Glow Theory, ja, dass er sich dann eben toll fühlt. Also dass Altruismus auf Metaebene immer eigentlich Egoismus Genau, ist, und in ja. dieser Motivation ist es ja was Gutes und das wollen wir gesellschaftlich, aber er hilft den Leuten trotzdem, weil er sich gut fühlt, ja. Also das ist eine Win-Win-Situation dann so nach dem Richtig, Motto, ja. richtig. Er macht es nicht, wie jetzt zum Beispiel einer, der das eben, ja, zum Geltungsaltruismus oder dass andere sehen, wow, ist der gut, sondern wie jetzt die Geschichte vom Weihnachtsmann, ja, der hat ja auch der Sage nach hier das Gold einfach heimlich beim Fenster reingeschmissen, damit die Leute aus der Armut rauskommen, damit dieser Typ nicht seine Töchter hier anschaffen schicken muss. Aber man wusste es dann nicht, dass es er war, aber er hat es ja trotzdem gemacht, weil er sich denkt, boah, das fühlt sich gut an. Wobei das natürlich auch immer schwer zu trennen ist. Weil Ja. es ist natürlich auch die Frage, wie hilft da wer wem, ne? Also das ist halt immer so die Sache. Also Ja. das ist immer die Frage, was ist dann Hilfe und so weiter und was ist jetzt gut und schlecht und so, aber das ist halt das Ding. Aber nehmen wir mal an, wir können das alles trennen, ne? Aber hier geht es Dann. ja jetzt ganz simpel gesagt um den Vorteil. Und Vorteil muss ja nicht immer per se was Böses sein oder jetzt, wenn man da moralische Sachen mit reinbezieht, weißt du, was ich meine? Ja, also gerade, das ist ja das, was ich im letzten Video schon gemacht habe, das werde ich glaube ich jetzt wahrscheinlich in jedem Video sagen. Gerade aus idealistischer, rationaler Sicht, wie auch immer, ist es ja, es wäre ja quasi ich nenne es jetzt mal so dieses Hippie-Ding, also so, dass jeder mit jedem und jeder ist cool damit und so nach dem Motto. Und ja, und wenn sie dann zwei zusammentun zum Kinder kriegen, ist das auch cool und dass sie sich dann nach außen hin abschotten aus praktischen Gründen. Ne, weil hier Kinderaufzucht und so weiter, wenn ich es so nennen will, halt ne, gewissen Sinn hat, dass man da einen Fokus drauf legt dann und so, und da keinen Scheiß nebenbei macht oder irgendwas. Ne, und lauter so Sachen, das wäre ja eigentlich alles überhaupt kein Thema. Von dem her wäre ja das gar nicht so, dass da irgendjemand benachteiligt wäre in dem ganzen Ding. Es ist ja gerade nur diese Red Pill-Dynamiken, die dafür sorgen, dass sich zum Beispiel Frauen dann in gewisser Hinsicht dann benachteiligt fühlen, wenn der Mann da die Aufmerksamkeit abzieht oder wenn der rumschaut oder Karl der Mann, Donnerlörres. genau, oder ja, oder sowas, oder wenn dann auf der anderen Seite der Mann ist dann benachteiligt, wenn sie da Monkey Branchen geht oder wenn sie, na, und so weiter und so fort, wenn die Hypergamie mal wieder zuschlägt, sowohl im Game mit mir selbst jetzt zum Beispiel, als auch dann mit vielen anderen Männern da draußen, die sie sieht und so, boah, meiner ist jetzt voll der Lurch irgendwie geworden und voll der Lappen und wow, da ist der Stable Boy da draußen wieder und so weiter. Also von dem her. Ja, und von dem her, es wurde da schon immer gerechnet, aber das ist mir letztens auch aufgefallen, dass natürlich, ich glaube, dass wir jetzt das erste Mal, also das ist falsch zu sagen, dass wir das erste Mal eine Zeit erleben, in der keine kulturellen, in der die Kultur nicht so draufstülpt, so hart. Das ist natürlich falsch, weil jedes Zeitalter hat gewisse andere kulturelle Stülpungen, top-down, ja, ein gewisses anderes kulturelles und religiöses und sonst was top-down. Das ist jetzt auch nicht, das ist jetzt auch so. Aber man kann natürlich verzeichnen, dass so gewisser, ne, das wird ja auch in der Sozialwissenschaft immer groß besprochen, so ein gewisser Abbau an Normen schon irgendwo stattfindet, sage ich jetzt mal. Und so ein bisschen Auflösen von gewissen Systemen, sage ich jetzt mal, und Normen und Moralen und so weiter. Aber es ist ja auch sehr selektiv, weißt du, ich meine. Es ist ja, es wird ja,
die Norm ändert sich ja so pro Frau und anti Mann, vor allem weißer Mann. Ja, in dem das Fall. Ist ja das, was wir hier mal übersprechen. Genau, auch, ja. Und das siehst du ja, You Go Girl, du hast ja die Culture You Go Girl, aber wenn ein Mann mehrere Frauen nebenher hat, das ist dann das ist ja alles Schweinehund. Wieder, ja, alles wieder Gamma Bias und dem kann man auch wieder nur diesen Martin Sieger oder Sieger, wie man spricht, empfehlen mit diesem Handbook of Male Psychology. Das ist ein geniales Buch. Die haben da super geile Phänomene, die da aufzeichnen und auch super geil rationalisiert. Aber sei mal dahingestellt. Aber ich meine schon, dass eben gewisse Unleashments in der jetzigen, heutigen Zeit da sind, die natürlich aus Red Pill sich super spannend sind, weil man jetzt erst diese ganzen Dynamiken sieht. Vorher, wenn eben das Patriarchat und Religion und so weiter diese Monogamie da draufzwungen hat und sowas, dann war das natürlich alles sehr flach. Ne? 80-20 flacht ein bisschen ab und dies und jenes und so weiter und so fort. Und jetzt haben wir halt gerade eine Zeit, wo, na, deswegen auch Female Choice, ne, die schreibt es ja auch genauso. Jetzt ist die Hypergamie völlig unleashed. Yeah. Und da sieht man jetzt natürlich auch richtig knallhart diese Strukturen. Deswegen ist jetzt natürlich auch die beste Zeit, um sowas wie evolutionäre Psychologie hochzubringen. Ja, yeah, ja. In Gesellschaft und Wissenschaft, weil das ist ja jetzt, das liegt ja jetzt alles brach. Mhm. Ne, also kein Mensch kann mir jetzt, also es wird zwar highly denied und das wird natürlich auch getragen von Blue Pill Alphas und White Knights, wie wir es das letzte Mal hatten, dass das denied werden kann überhaupt. Aber im Endeffekt sind es ja teilweise ganz kalte, einfache Zahlen, wie sowas wie Tinder und so weiter, wo man ganz knallhart 1-20% versus 80-99% eben die Selektionsverteilung hat und so weiter. Also von dem her, ja, würde ich schon sagen, dass insofern natürlich es jetzt so scheint, als würden Mann und Frau jetzt erst das Rechnen anfangen in der modernen Zeit. Richtig. Sie haben es aber schon immer getan, nur eben unter je anderen Artungen der, oder ja, ich sage jetzt mal, es waren, also Mann und Frau waren halt je verschieden auf in dem Kampf der Geschlechter. Ne? Also man hat es jetzt halt mit Patriarchat geschafft, diese Hypergamie so ein bisschen zu plätten. Genau, und du hast ja jetzt, das ist ja genau das, was du sagst, die ganzen sozialen Normen und religiöse Prägungen so krass entfernt wie noch nie in der Geschichte. Genau. Und jetzt werden die biologischen Imperative umso signifikanter sichtbar. Absolut, genau, weil diese ganzen Kompensationsmechanismen auf kultureller und religiöser Ebene und so weiter halt eben abfallen. Ja, ja. Und da wird, lustigerweise sind jetzt die ganzen Determinanten, ich will damit nicht sagen, eben dass Patriarchat oder dass Religion und so weiter nicht auch determiniert ist in diesem systemtheoretischen oder evolutionären Sinne, wie wir das nennen wollen, und durch selektiert durch Programme, weil diese Strategien vielleicht dahinter stecken möchten, aber wir haben jetzt eben ja Kompensationsmechanismen, eben wie wir ja gesagt haben, vor allem auf Seiten des Mannes, gesellschaftlich, die halt komplett wegfallen einfach. Ja. Ich würde sagen, kommen wir mal weiter im Text voran. Und da sagt er nämlich hier, also hier und da bungert man mal. Das ist ja auch die Sache, ja, wer bungert? Da hat der Thomas ja auch so ein, gibt so einen Kurzclip von ihm, wo, was jemand rausgeschnitten hat aus seinem langen Video, wo er eben auch über diese angebliche, wie ich es auch genauso sehe, ich habe mich richtig gefreut, wo ich dieses Video gesehen habe von ihm, diese angebliche Hookup-Culture. Ja. Ja, ist schon, also ja, es gibt schon eine gewisse Hookup-Culture, die vielleicht stetig mehr geworden ist durch Wegfall eben von diesen ganzen kulturellen Normen. Mhm. Aber die Frage ist, für wen? Für den Großteil der Gesellschaft ist das gar nicht so. Das ist mal wieder bei der geheimen Bunga-Gesellschaft. Ja. Für den Großteil der Frauen, also die haben zumindest einen Zugriff darauf, den möglichen. Das mögen vielleicht viele auch aus verschiedenen kulturellen Hintergründen und sonst wie psychologischen, entwicklungspsychologischen Sachen wieder nicht wahrnehmen oder nicht machen. Yeah. Aber in der Tendenz kann sich Frau natürlich gönnen, wie wir wissen, wenn sie in den Club geht am Wochenende. Die kann natürlich sagen, ja, ich hole mir heute einen schnuckligen Boy da raus. Wenn ich das als Kerl sage, so heute, boah, heute, da geht für was, so, ja, da kann ich weggehen und so. Und alle paar Monate kriegt man mal eine Bussi serviert, so quasi, um jetzt mal wieder so Blackpill-Geschwätz zu bringen oder sowas. Aber ne, genau, also das ist, von dem her muss man sich schon fragen, ob denn das tatsächlich so ist, dass immer mal wieder Bunga ist oder so. Ja. Für wen? Ja, ja, schon. Aber hier sagt er noch, es traut sich kaum jemand mehr, wirklich eine ehrliche Beziehung einzugehen. Also es findet kein Commitment mehr statt. Keine echte Investition mit dem Herzen, die auch wehtun kann. Und das sind halt dann auch die Marktmächte, wo man dann fragen muss, ja, hört man öfters auch mal, wenn eine Frau sich überlegt, ja, warum sollte ich denn, wenn ich so viele Anfragen habe, wenn sie die Creme de la Creme der Männer hat, täglich über Online-Dating, warum sollte die dann überhaupt noch das Commitment eingehen? Das ist ja dann die Frage, aber da kommt man ja dann weiter hinten zur Beantwortung,
wenn sie ja eben die Langzeitversorger macht. Das ist ja dann genau, aber auch dieses Verlustgeschäft, wo wir letztens mal bei mir dann noch aneinander sind. Eine Frau ab 30, lassen wir es jetzt ja, wie die Ü30 Omas, die hat ja dann oftmals die Erleuchtungsphase und plötzlich hört sie den Herrgott sprechen und sagt so, okay, jetzt, wo ist denn mein Mr. Jetzt will die offene Kommunikation haben. Genau, Währenddessen sie vorher gleich mal den WhatsApp-Block reingeschrieben jetzt muss der Mr. Right her. Aber dann kommen ja mehrere Problematiken, warum sie den nicht findet. Erstens von ihrer Seite, weil sie ja eben die Alpha-Witwe häufig ist. Sie hat schon so weit oben hingeschmeckt, wie schon oft gesagt, ja, wenn sie mal einen Rolls-Royce hatte, warum sollte sie dann noch den VW Golf nehmen jetzt im Marktwert beim Dating? Zweitens, du hast bestimmte Paarbindungsdynamiken, die halt schwieriger sind. Ist ja klar, wenn du mit dem goldenen Löffel im Mund geboren wurdest hier im Datingmarkt und du jederzeit bei Bedarf in Laden kannst und unendlich viel Süßigkeiten hast, dann denkst du dir ja, mei, schmeiß ich weg. Ja, das ist ja auch so lustig an diesem Blue Pill Buch Generation beziehungsunfähig. Primär sind es ja dann auch die Frauen, weil viele, viele Männer, also der Durchschnitts-Hanswurst, der möchte ja eigentlich viel mehr diese Langzeitbeziehung haben, wenn dessen die Frau ja dann da nicht mitspielt. Ja, wobei ich schon sagen würde, sorry, mach das noch fertig. Und drittens, die Frau möchte ja dann immer noch diesen Typen, der gut ausschaut, gut verdient, mehr als sie natürlich. Zumindest in ihrer Kasse, das ist ja auch so spannend. Männer würden ja bei Bedarf auch eine Frau weiter unten nehmen, aber eine Frau im großen Durchschnitt würde das ja selten bis nie machen. Dass sie dann plötzlich sagt, okay, jetzt bin ich 30, ah, jetzt, weil sie ja weiter wie 20-Jährige daten, jetzt nehme ich mir so einen Büroangestellten. Das ist ja dann selten bis nie der Fall. Naja. Und dann findet sie keinen mehr. Und zudem, die Leute, die dann wirklich sie eigentlich haben möchten, die wollen dann teilweise auch noch Kinder haben. Und sie ist schon 30. Kommt dann mit der Baby-Kindstollwut da beim ersten Date an, dann hast du gar keine Lust mehr. Oder sie kann dir einfach nicht deine gewünschte Zahl an Kinder bieten, weil sie eben schon in die Danger Zone kommt, ja, wie der Kevin Samuels immer sagt. Und das sind dann halt so Verlustgeschäfte, die dann auch tragisch für Frauen sind, weil sie ja ihr Beziehungskapital oder ihren Marktwert früh ausgegeben haben und jetzt nicht mehr die Chips haben, um auszucashen rechtzeitig. Naja, das ist Und das absolut. ist dann das Losgeschäft für die Frau in Ja. diesem Gefangenen-Dilemma, Ja, weil sie ja am das. Anfang alles ausgegeben hat. Yeah, Ja. Casino, aber sie hat die schwarze Wolke nicht Ja, gesehen. das ist tatsächlich auch, das habe ich letztens auch mal zugeben von einer Bekannten, der auch darüber geredet hat, die auch so gesagt hat: Ja, Vollkorn Jesus, ich muss jetzt rechnen. Ja. Ich habe jetzt noch so und so viele Jahre und in der Zeit muss dieses und jenes passiert sein, mit wem wird das jetzt dann gemacht? Ne, so nach dem Motto. Ja. Und ja, das muss ich natürlich auch zugeben in dem Fall. Das ist natürlich echt krass. Man hat da wirklich nur so ein relativ kleines Zeitfenster, in dem man sein Zeug machen kann, was man halt auch immer, wie man sich ausleben mag oder sonst was alles. Und dann muss man, also insofern man dann diesen Lifestyle mit Kindern und so weiter alles haben will, dann muss man wirklich sagen, okay, ja, man muss das planen, das muss durchgetaktet sein und es muss tatsächlich auch irgendwann diesen Output zum bestimmten Zeit dann haben. Ja. Ansonsten habe ich es gefailed. Ja. Das ist natürlich schon das ist natürlich belastend. Und das ist ein Selektionsdruck, den primär die Frauen haben, dass die Frauen viel schneller, also eine Frau müsste eigentlich mit zum Schlachtfeld hingehen und schauen, was, die müsste von 20 bis 40 ungefähr durchplanen, langfristiges Vorausdenken und vor allem rechtzeitig einen Checkout machen, dass sie Ja. dann eben sagt, okay, jetzt bin ich fein durch. Und das ist halt schwierig und da wollen die Frauen manchmal wissen, ja, wie kann ich denn beides machen? Wie kann ich denn meinen Doktor mit den feinsten Approbationen und Masterarbeiten, Dissertationen machen und zeitgleich den Mr. Sexy mit den 20.000 Checklisten, mit dem Aussehen und Co. kriegen? Der Und auch nur da bleibt und emotional available die ganze Zeit ist und genau. dann Kinder und Versorgung und so weiter. Genau. Und da muss Ja. man einfach sagen, ja, wie letztes Mal schon, es gibt keine Lösungen, nur Trade-offs und Kompromisse. Und da muss man einfach schon checken, was man will. Aber das ist ja dann das, ne? Wenn dann die Erleuchtungsphase kommt, die können ja dann da nicht die Emotionen vorausschauen. Wenn sie jetzt 22 ist und dann sagt sie, okay, was juckt mich, da soll sich mein Zukunfts-Ich drum kümmern, wie der Homer Simpson in dem Fall. Aber die Wolke kommt, weiß ich mein. Ja, aber es ist schwierig, weil wie willst du es ohne die emotionale Grund, also ohne die Motivation dahinter, Ja. was willst du dazu tun? Also, Ja, keine deswegen Ahnung. müssen ja Frauen auch ein bisschen da die Rationalität lernen, dass man mal weiß, ist wie, als würdest du Ja, selbstständig sein und Steuern wobei das schon auch irgendwann viele mal zahlen machen. Also müssen. ich finde, dass das schon
Weil lernen weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, dass das schon auch heftig verankert ist die ganze Zeit. Das ist ja auch wieder Anti-Blank Slate, so nach dem Motto. Ich habe das jetzt schon von einigen Mädels irgendwie so kennengelernt, dass zum Beispiel auch eine kennengelernt, die ist 32, lass sie sein, 31, 32, sowas, die aussagt so, ja, das mit dem Poli-Ding bei dir, Vollkorn Jesus, das ist ja schon ganz nett und das, sie hätte schon, sie wäre schon am Start und so alles, aber sie, im Endeffekt, also sie wohnt auch ein bisschen weiter weg und so, das ist mal auch eine Sache natürlich, aber dann hat sie ja auch gemeint, so schlichtweg, das Kalkül dahinter geht halt einfach leer aus, ne, weil sie halt sagt, sie muss jetzt eigentlich sowas von ranklotzen, dass da jetzt nur der Boy startet und so, weil die hat zum Beispiel auch sexuell sehr spät gestartet. Ja, ja. Die hat erst mit 23 erstes Mal gehabt oder sowas, ne? Soll es ja auch geben und so weiter und je nach Hintergründen und sowas. Und da sieht man aber auch, was das tut, wenn eine Frau erst mit 23 schaut, jetzt fange ich Sexualität erst an, jetzt lache ich mal ein paar Typen an und schau, was da überhaupt los ist da draußen, schau auch, welcher Kerl mir überhaupt gefällt und so weiter und so fort und dann kommt irgendwann nur die Erleuchtungsphase mitten rein und so. Na, da sieht man auch, warum das dann auch so ist, biologisch, dass Frauen mit 12, 13 schon oft ihr erstes Mal haben und solche Kisten, weil das einfach das puffert, dass das halt irgendwann rum ist, das Ganze. Aber das ist halt das Problem, ne? Wenn man da so die Studien ein bisschen mal durchguckt, je früher die Frauen ihr erstes Mal hatten, desto exponentieller die Partner in der Lebenszeit, desto höher der Verschleiß, desto schlechter in der Paarbindung und all diese Geschichten, weißt du, ich meine. Ja, ja. Ist halt die Frage, woher das kommt, weil meistens die Damen aus vaterlosem Haushalt sind oftmals korrelativ auch viel früher in der Pubertät mit all diesen Dingen dann, weißt du, ich meine, das dürfte wahrscheinlich multifaktoriell sein, aber... Ja, ja. Ja, das ist das Ding, aber nochmal nur ganz kurz auf dieses, dass keiner mehr eben eine ehrliche Beziehung eingeht und so weiter. Das mit dem ehrlich, das haben wir ja schon ein bisschen erklärt jetzt, dass die Rechnung immer online ist. Ja. Deswegen ist ja, das ist ja das, was der Thomas ja auch immer darauf hinweist, ne? Der Idealismus, wenn, dann liegt er, na, ganz böse Zungen würden jetzt eben wieder sagen, wenn, dann liegt er überhaupt auf männlicher Seite. Oder sagen wir mal tendenziell mehr. Ja, weil eben die Frau stärker abhängig ist von diesem Netzwerk und von dieser opportunistischen Bespielung des Netzwerks und dementsprechend ja auch, wie ich ja schon öfter erwähnt habe, von dieser instrumentalistischen Sicht auf das Verhalten ihrer Mitmenschen und davor eben auch vor allem auf Männer. Yeah. Währenddessen der Mann, ja, der hat halt eine instrumentalistische Sicht, eine Seite an instrumentalistischer Sicht auf die Frau, nämlich, ja, wie schaut's denn aus? Und die zweite ist halt nach wohin auch immer, in welche Richtung hin, offen. Also offen im Sinne von jetzt, das kann auch, das ist dann bitte meine beste Freundin auch noch nebenbei, weißt du, so nach dem Motto. Ja. Mit der man super geil labern kann, wo man sie top versteht und alles so. Ja, es ist halt, bei den Männern ist es ja umgedrehter Madonna-Dirnen-Komplex. Ja, ja, du willst ja beides haben, nur halt, was für Frauen Beta ist, ist für Männer eigentlich Alpha, beziehungsweise hat die gleichen anziehenden Aspekte. Ja, genau. Weil die ja dann treuer ist, mit der weiß einfach mehr und das ist ja auch das. Absolut. Ja, und aber das sei mal dahingestellt, also von dem her, mit dem ehrlich, insgesamt zocken halt beide natürlich immer irgendwo, weil es halt determiniert ist auf irgendeine Art und Weise, wir können es zumindest annehmen, und dann das mit der in dieser Beziehung, ich würde eben Schuss sagen, also ich habe eben auch letztens mal gehört von der Statistik, dass auch Ehen zum Beispiel wieder zunehmen sollen anscheinend. Ja, bin ich mir nicht so sicher. Ich weiß es nicht, also ich habe da mal was gelesen, auch das haben sie sich dann so erklärt, dass in diesem ganzen, in diesem Möglichkeitsspielraum, der sich da heutzutage halt immer riesiger aufgemacht hat, zumindest für eine Seite, wie wir jetzt vorsichtig wieder reinwerfen könnten, Bunkergesellschaft, aber sagen wir es mal so, nehmen wir mal an, es ist eben so ein Möglichkeitsspielraum immer vergrößert insgesamt, dass da dann quasi in diesem ganzen, was in diesem ganzen Entscheidungschaos, ne, weil was soll ihn jetzt tun? Soll die heute irgendwie mit einer Yacht nach Fritz Ferdinand fahren oder was? Ne? Oder, keine Ahnung, ich kann ja alles machen und nichts. Und das in diesem ganzen, ich könnte eigentlich die Omnipräsenz erreichen, so nach dem Motto, dass sie dann, das, aber sehe, es funktioniert pragmatisch nicht, dass dann Leute ganz stumpf wieder zurück auf so einfache Sachen gehen und sagen, so, da, ich habe jetzt eine Freundin, das ist alles super chillig, da wird jetzt, und sie findet jetzt, oh, boah, keine Ahnung, 80.000 Likes auf Tinder, mir schwirrt der Kopf, das lassen wir jetzt einfach. Yeah. Also das kann schon gut sein, dass das so ist, lassen wir es mal so hinstellen, aber ich glaube schon, wenn ich mir das eben von Frauen immer anhöre und eben mit dieser Strategie, Ding, mit dieser seriellen Monogamie, was ich vorher eingeworfen habe, auch, ich meine schon, dass das weiterhin ein Ding ist, dieses Beziehungsding. Es mag natürlich sein, dass das vielleicht fluktuativer ist, also schneller, ne, dass schneller Schluss gemacht wird. Ja, vor allem jetzt in der Krise, weißt du, ich meine, das ist ja schon mal die These, was ich ihm da unten sage. Jetzt während einer Krise glaube ich eher, dass die Frauen viel stärker in Beziehungen reingehen. Voll, das hat man im Dating-Game gemerkt. Ja.
sorry, hab einen Freund. Das ist noch nie so oft gefallen. Ja. Weil sie ja jetzt den Beschützer und diese, jetzt ist es ein bisschen unsicher. Ja, jetzt hörst du auch keine Feministen mehr, weil jetzt müssen die Männer wieder machen. Mhm. Und dann brauchen sie auch den Beschützer wieder. Ja. Für lange Zeit. Genau, und man sieht, dass natürlich das ganze Getindere, deswegen wird ja auch immer behauptet, gerade in feministischer Seite, dass der Tinder Frauen doch nicht so viel bringt. Sei jetzt mal dahingestellt. Aber es ist ja tatsächlich so, dass Frauen ja auch tendenziell stärker abhängig sind von diesem Emotional Spark. Yeah. Ja, während du dessen als Mann dir denkst, okay, ich will Sex haben, also muss ich ganz rational vorgehen. Was, die hat kein Bild auf WhatsApp? Ja, scheißegal, ihr habt die mal anquatscht, ihr habt die auf dem Handy, die wird jetzt angeschrieben. Weil, ne, von nichts kommt nichts. Und bei der Frau ist so, was, vor 3 Tagen halt mit dem mal geredet, die weiß schon gerade mal, wie der ausschaut, der hat kein Bild drin. Emotionale Eintagsfliege. Ja, genau so, das belangt mich ja, das belangt sie ja dann quasi gar nicht, genau. Yeah. Und was ich auch interessant finde, ist, ein Kumpel hat mir berichtet, der ja öfters auf Tinder aktiv ist, dass zurzeit ziemlich viel unattraktive Damen auf Tinder unterwegs sind. Ja, Und das könnte vielleicht auch daran sein, weißt du, ich meine, dass die Guten jetzt gerade einen aktuellen hocken, ja. Symbionten haben. Ja, und da glaube ich eben, dass man da sieht, dass Frauen schon auch noch abhängig sind. Also beide Geschlechter sind abhängig von diesem Weggehen und von diesem ganzen in der Bar rumsitzen oder irgendwas Zeug und sich da irgendwann mal sehen und kennenlernen oder was weiß ich, von diesem ganzen öffentlichen Leben, wenn man das so nennen will. Weil Männer profitieren dann natürlich von Game. Mhm. Und weil es, ne, Tinder sieht man ja, da ist halt zu wenig Game und deswegen geht der Durchschnittsmann halt einfach viel mehr unter bei diesem ganzen Online-Dating als jetzt natürlich die Frau oder der 1%ler auf Tinder. Und auf der anderen Seite die Frau, die eben aus ihrer Perspektive heraus, in ihrer subjektiven Motivation halt einfach nichts vorfindet viel in so einem Online-Game. Ne? Man sieht das nur, ne, dann schreibt man halt ein bisschen, dann hören irgendwann wird aufgehört zu schreiben oder so, ne? Weil der Emotional Spark eben, das Eintagsfliegen-Syndrom eben, und deswegen ist ja auch in gewisser Hinsicht abhängig von dieser Weggeherei. Und deswegen sprechen wir auch, wie du jetzt auch schon gemeint hast, wir sprechen dann auch noch von, mittlerweile von Corona-Pärchen. Mhm, ja. Yeah. Aus genau diesem Grund heraus. Weil wir schon auch, ja, weil auch viel weniger Monkey-Branching-Möglichkeiten dann für sie in ihrer Kognition auftauchen und so weiter und so fort. Und dementsprechend, das ist jetzt natürlich verklärt. Ja, ja, schon. Momentan. Aber man wird definitiv wieder was sehen, denn im nächsten Absatz schreibt er noch, jedenfalls ist es das, was die Red Pill mit meinem Kopf macht. Ja, er hat ja auch noch diese Blue Pill-Ideale, ja, oh, mit dem ganzen Herzen und so weiter. Ja, gut. Das ist halt, da habe ich ja mittlerweile, ja, mit diesen ganzen Emotionen weiß, oh mein Hollywood und so weiter. Für mich ist das eher so pragmatisch, weil wenn du nur danach gehst, wie jetzt da das Herz dabei ist, dann, sobald die rosa-rote Brille weg ist, Arsch lecken. Ja, ich muss nur kurz als Relativierung einwerfen, ich habe das schon auch noch nach wie vor alles, es wird auch nie weggehen, das Blue-Pill-Ding, weil ich habe halt nichts anderes. Also das ist halt so, ne, ich spüre das halt so und deswegen ist es bei mir auch so, ich bin auch immer verschossen alles und was weiß ich. Und nur, dass ich halt nebenbei das halt analysieren kann. Aber ja. Weil das sagte, ich sehe zwar, dass diese Informationen wichtig für mich sind, wüsste aber nicht, dass es irgendwie zu mehr Vertrauen zwischen den Geschlechtern beiträgt. Und das ist halt immer diese Red Pill Paranoia, das habe ich ja auch mal beleuchtet, dass man anfangs, wenn man das schneit, da voll reinkommt, dann übervorsichtig, alles überinterpretiert. Und meine Devise ist da, dass man einfach trotzdem vertraut, aber halt anhand des Verhaltens verifiziert. Da habe ich ja auch mal zudem noch, also so 7 Anhaltspunkte. Du merkst ja, wenn eine Frau nebenher langsam sich von dir entfernt. Erstens, das Handy legt sie dann immer weg oder schaut, dass es auf alle Fälle mit dem Bildschirm nach unten ist, weil das ist ja die neue, wie soll man sagen, die neuen Augen in die Seele einer Frau, Smartphone. Oder halt auch, wie hoch der Sexualspiegel ist, wie häufig sie weggehen, all diese Dinge. Daran merkst du das ja, dass, okay, da ist irgendwas am Start. Oder sie kommt schon viel mehr in so Streitsituationen mit Absicht rein. Weil eine Frau wird ja niemals direkt selber Schluss machen in den meisten Fällen, sondern da werden ja Reizsituationen geschaffen, damit sie dann den Mann dazu bringt, dass der dann Schluss macht. Ja, ich habe das auch schon gemerkt, auch mit einer Bekannten wieder geredet und die ist auch gerade zum Überlegen, ja, ob sie ihren Freund vielleicht kickt und pipapo. Und ich hab auch zu ihr direkt gesagt, ja, ich weiß schon, gerade so, wie sie auch redet und wie sie sich anhört, das ist dann auch so nüchtern plötzlich. Yeah. Ja, vorher sind sie so, boah, ja, er und dies und das und boah und toll. Und wenn das dann langsam aufhört, dass da so diese Hochheiligungen runterfahren immer mehr und das eher so in einer gewissen, ja, immer mehr Kritik,
Ja, jetzt hat er wieder das und jetzt war wieder das und so, ne? Und dann gleichzeitig so ein nüchterneres Beziehungsbild und so ein bisschen so, ja, na, von der kam das auch mit, du, ich muss jetzt halt mal schauen, wo ich bleibe. In ein paar Jahren muss das eigentlich alles so durch sein, so nach dem Motto. Genau, und da habe ich auch zu ihr gesagt, ja, ich merke das schon, das ist volle Kanne, so dieser Monkey Branch Modus, so nach dem Motto. Also wenn das dann quasi alles weg, wenn wir jetzt zum Beispiel wieder weggehen und so weiter und so fort und die sieht irgendwo einen Kerle und was und der quatscht die an und die empfindet den irgendwie als, ja, auch worthy, so nach dem Motto, plus der wäre jetzt, was weiß ich, weil bei ihrem jetzigen fehlt ja so ein bisschen der Betanit, dass der so, na, ja, er hat noch nie gesagt, er liebt mich und so, na, solche Sachen, das ganze Zeug, wenn der das dann vielleicht schneller liefern würde oder sowas, dann ist er halt, weil sie ja in der Erleuchtungsphase ist und so weiter, ist er halt dann down. Ja, ich kann Ihnen da zum Beispiel auch eine brutal Black Pill Story von einer Frau erzählen. Das fand ich auch richtig heftig. Also, das sieht man ja auch, dass hier, wenn die Frau dann eben nicht so kalkulativ denkt, dass sie dann richtig gepeitscht sein kann, ja. Also, die war jetzt schon 43 und war eben über mehrere Jahre mit einem Typen zusammen. Und da hat man sich dann irgendwie dann geeinigt, ja, sie hat den Mann dann eben evaluiert und der wollte dann keine Kinder haben und sie wollte aber unbedingt Kinder haben, aber sie ist trotzdem mit ihm zusammengeblieben, weil es halt so ein guter Match, passender Partner in diesem Fall war. Und ja, irgendwann hat der Typ sich dann getrennt und hat eine neue gehabt und sie war aber zu dem Zeitpunkt dann schon 43 und plötzlich hat sie dann erfahren, dass er jetzt mit der neuen aus Versehen durch einen Unfall, kann ja auch ein Unfall gewesen sein, um Gottes Willen, ich will da jetzt nichts unterstellen, aber trotzdem dann mit der neuen ein Kind gezeugt hat, die halt dann noch jünger war. Und sie ist dann die Gepeitsche mit 43, die eigentlich gerne Kinder haben wollte, der anderen nicht, aber hat jetzt dann durch Zufall mit der anderen ein Kind bekommen und ist jetzt dann halt heftig in eine brutal Black Pill gefangen, weil sie ja dann ab dem Fenster keine Kinder mehr kriegen kann, weiß ich meine. Und deswegen finde ich es auch nicht verkehrt, wenn da die Frau vor allem diesbezüglich einfach bestimmte Rechnungen macht und auch auf eigene Wünsche und Lebensplanungen abzielt. Ja, klar. Und deswegen, weiß ich Ja, meine. sicher. Absolut. Das genauso wie halt dann, ich kenne das ja auch selber und auch generell bei Kerle, ne? Bei vielen Kerlen kann man das ja beobachten, dass die auch so ein bisschen in ihrem Leben da ein bisschen so unterversorgt waren, ne? Was so ein bisschen so rumschauen und rumprobieren anbelangt. Und dann quasi, da ist es ja auch eine Ehen, es ist zwar eine gestrecktere Rechnung, weil man halt einfach den längeren Lauf hat, sage ich jetzt mal, dann als Kerl, aber irgendwie ist es natürlich schon auch eine Rechnung, dass man sich denkt, ja, okay, wenn jetzt dann die Freundin oder was oder wer, wie auch immer, herkommt, sagt du jetzt dann die nächsten 2, 3 Jahre, wäre das jetzt bei mir langsam dann soweit hier mit Kindern dann, weil sonst ist die Kiste durch so irgendwann. Wo es dann natürlich auch den Kerl natürlich wegläuft. Ich finde, das wird manchmal auch gerade in diesem Red Pill-Ding, weil das ja oft ein bisschen so konservativ ist, was ich also manchmal so ein bisschen stressig finde, aber Es kommt halt darauf an, es ist ja nicht konservativ per se, es geht ja nur darum, von den, dass man eben diese sozialen Normen ein bisschen hinterfragt und vor allem die, also dieser vermeintliche Konservatismus kommt ja daraus, dass man eben sagt, okay, man möchte einfach konservative Frauen, ergo, weil da die Vaterschaftssicherheit am Start ist, Ja, weißt? gut, wobei das ist ja insofern ein naturalistischer Fehlschluss, muss ich sagen, weil dass die Vaterschaftssicherheit zu männlicher Eifersucht führt, heißt ja nicht, dass sie die halten muss. Also verstehst du, Schon, aber das. also klar, wenn ich dann dazu sage, wenn ich eifersüchtig bin oder wenn ich das halt eben so spüre und das nicht haben will, dass sie was mit einem hat oder was, dann klar, dann muss ich, also dann kann ich natürlich gewisse Mechaniken bedenken und das analysieren und das reflektieren und dann mir da halt ja neu Aber intervenieren. daher kommt der Wunsch nach der sozialen Norm nach reservierten Frauen von Naja, vieler von Orts. sehr vielen Männern, Und das schwingt da eben mit, weil die dann eben sagen, ja, warum sollte ich denn, und das ist ja das Nächste, warum sollte ich denn eine Frau nehmen, die ihre beste Zeit mit den Mr. Sexys verbracht hat und ich kriege jetzt hier, ja, keine Ahnung, Naja, klar, nur das. das Plan B-Option. Und vor allem, das ist Naja, ja auch diese stimmt, Schlüsselfrage das ist dann. ja tatsächlich auch wieder dann, nennen wir es mal von mir aus so eine menschliche Frage, schwierig, das kann man auch wieder jetzt so oder so sehen. Aber ja, klar, also kurzfristig aus der Sicht des Mannes ist es auf jeden Fall so ein Hurtpoint, dass ich sage, ja, danke. Ja, schon. Klar, klar, Und absolut, das ja. nächste ist ja, das ist ja auch diese Gottfrage von Kevin Samuels, wo er gesagt hat, ja, was gibst du einem Mann für Heirat, für Beziehung, was du nicht vorher schon einem anderen einfach umsonst gegeben hast? Weißt du, ich meine, das ist ja allein schon hier wieder eine
Vorteilsfrage. Ja, das ist auch wieder so eine Aufwandssache. Genau. Ihr habt das ja vorher... Und dieser Doppelstandard, das ist ja, ja genau ja. das. Ihr habt das ja vorher mit meiner Polykiste eben bequatscht, weil ja. ich ja auch erzählt habe, ja, ich habe mir eben da gestern mit einer getroffen und war ein nettes Date und cool Quatsch und bla bla bla. Und die ist jetzt aus in der Erleuchtungsphase, der wird jetzt schon die ganze Zeit so offen kommuniziert und was weiß ich. Und da ist aber auch so, ich... Also was heißt, ich hänge da dran, aber ich habe die halt in der Röhre, dieses Mädels, seit 3 Jahren yeah. oder was. Oder lass es schon 4 Jahre sein oder was. Yeah, yeah. Also ich war da nie aktiv dran, weil es mir auch nicht juckt hat, in dem Fall zumindest und so weiter. Na, da gibt es ja auch andere Geschichten, yeah. die man ja mal nur hier breittreten können bei mir. Aber in dem Sinne, aber trotzdem denke ich mir halt, und jetzt ist sie interessiert. Und plus, man merkt volle Kanne ihre Erleuchtungsphase. Sie hat nämlich letztens, als wir das erste Date hatten, jetzt neuerdings, hat sie so gemeint, ja, sie war früher voll der schlechte Mensch, ist ihr aufgefallen. Ich habe genau gewusst, was sie meint. Also dieses ganze Alphafax-Searching-Ding und dieses ganze Shit-Testen, wo es nur geht und drauf scheißen und ghosten und das und dann dieses ganze Gaming. Ja. Yeah. Dieses Hypergam-Game. Und jetzt so, ja, sie war früher voll der schlechte Mensch. Und jetzt kommt sie, jetzt ist sie mit diesem Erleuchtungsding unterwegs und jetzt nach 4 Jahren hat sie plötzlich Interesse und du denkst dir halt so, ja, das ist ja alles ganz nett. Aber du hast jetzt eigentlich schon gar keinen Bock mehr drauf, schon wieder. Ja, und vor allem die fast zu knacken, weil das, das war ist halt auf, das, war das ist halt auch inauthentisch ja. es wie was weiß ich ja, alles, auch, ne? Auch, weil ja. weil sie verkauft sich ja nicht als der Mensch, der sie wirklich ist, weißt du, ich meine, sie ja. verkauft sich ja als Heilige, währenddessen sie früher viel krasse Dinge abgezogen hat und da gab es ja auch mal mehrere Artikel, die ja auch immer im Red Pill US Bereich mhm. durchgekaut werden, ja, dass da einer dann eine vermeintlich heilige Reformierte geheiratet hat, mhm. aber dann herausgefunden hat, dass sie früher diverse Videos in bestimmten einschlägigen Internetseiten gedreht hat. Ah ja, schon mal erzählt. Aber ja. innerhalb der Beziehung dann nur den Seestern und bitte ja nicht zu viel und so weiter. Richtig, weißt du, ich meine. Und dann findet er eine Kassette oder auch online, was sie dann da alles Scheiße. Macht, weißt du, ja, ja, das ist der hässliche Schmerz. Das ja. ist ja dann genau das, was dann da sagt, okay, läuft nicht, woher ja. dann auch dieser soziale, ja, guckt nur auf Frauen, ja. vor allem für langfristige Beziehungen, die nicht so eine hinterlistige, weil es ist ja hinterlistig, ja, ja. so eine hinterlistige Doppelmoral, das ist genau das, aus der Frauenperspektive, um das da ein bisschen näher zu bringen, wenn der Mann eben, das ist das beste Beispiel, der Mann lädt jetzt hier die Frau auf die tollste Reise ein und sie denkt so, wow, krass, aber sie ist nur die Nummer 20. Oder noch schlimmer, die Frau bekommt nur die Absteige mit 3 Sterne, findet aber dann raus, dass er mit allen Exen im 5-Sterne-Restaurant war und Vollpension gezahlt hat. Und sie bekommt bloß das Frühstück und das 3-Sterne-Hotel irgendwo in so einem zweitklassigen Urlaubsbereich. Weißt du, ich meine? Eben. Das genau. ist das genau der gleiche. Das muss man vergleichen. Richtig. Genau. Und Richtig. Das ist dann das, was. Wie würde sich eine Frau da fühlen, wenn sie das rausfindet, im Vergleich zu jetzt hier der Mann mit diesen ganzen sexuellen Aspekten? Ja. ja. Der gleiche Abfuck. Absolut. Und auch wieder hier an als so ein Wink an Feminismus. Es geht eben nicht darum, dass man eben sagt, ja, die ist jetzt da eben schuldig dieser Sache oder irgendwas. Aber es ist auch hier wieder, wie du sagst, es ist eine soziale Frage. Es geht ja, es geht ja um kulturelle Normen, ne? Ja, ja, genau. Es ist eine Norm, es ist eine normische Frage im Moralischen. Ja, gut, es sei dahingestellt, es muss jetzt nicht die ganze Menschheit belangen oder so, ne? Aber es ist eben einfach als, es ist eine Frage, es ist einfach eine menschliche Frage, will ich jetzt vielleicht eben in dem Sinne von mir aus sagen. Wenn wir jetzt setzen, dass Sex schön ist und wenn wir jetzt setzen, dass wir halt alle einen haben wollen und so weiter und so fort und nehmen wir mal an, dass wir das dann menschlich nennen, dass man. Und halt vor allem, du möchtest ja nicht die Drosselung als Mann dann haben. Ja, 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 ich will halt, dass sie das dann mit mir haben will. Und, yeah. und wenn das dann eben nicht der Fall ist und sie dann eben zum Beispiel, ich habe ja auch zum Beispiel, na, das ist ja auch immer das mit diesem Alf, also für ein. Genau, aber. Regeln für ein Beta, ja. Halt's kurz fest, weil das, nur um es dann nochmal, die sagen ja dann, ja, Schuld, mit diesem Schulden oder mit dieser Norm, aber. Dann könnte man ja als Mann genauso sagen, ja, ich schulde nicht das, was sie mit meinem Ex gemacht haben, 5 Sterne Vollpension. Du kriegst die 3 Sterne Halbpension oder nur Frühstück. Und dann weiß man aber trotzdem, dass sich das einfach nicht gehört, weiß ich meine. Ja, ja, ja. Und das Gleiche gilt ja dann auch irgendwie teilweise zumindest für diese ganzen, ja, wenn man dann mit der zumindest das als Mann das langfristige Beziehungsgame hergibt und dann nebenher gar nicht mehr zockt und sie bekommt die volle Aufmerksamkeit oder dann halt auch hier diese ja, hier emotionale und teilweise auch finanziellen Komponenten, dann will sie ja auch das komplette Paket, weißt du, ich meine. Und nicht nur, okay, ich bekomme jetzt hier die Ramschreste.
Genau. Ja, so ja. Wie, im Endeffekt eigentlich so wie mit dieser Bekannten, die ich vorher erzählt habe, wo ja. er nie gesagt hat, ich liebe dich. Ja, ja, ja. Wo er nicht, er will es halt nicht sagen. Keine Ahnung, er hat keinen Bock, er kann es nicht, weil er Asperger ist. Was weiß ich, ist ja wurscht. Ja, aber ja. Das ist eben der Punkt dahinter. Genauso ist es, wenn ihr als Frau dann das Gefühl habt, boah, ihr werdet von dem nicht geliebt. Das mag ja natürlich auch sonst wie Männer natürlich auch. Männer wollen ja auch emotionale Zuwendung, so ist es ja nicht. Aber trotzdem ist das natürlich schon auch ein sehr wichtiger Punkt für einen Mann. Und dementsprechend, genauso wie die Frau da halt den Schmerzpunkt hat, wenn der Kerl da nie irgendwie emotionaler mal wird, mal für ein paar Minuten, genauso ist es natürlich, wenn der Kerl eben merkt, vor allem, also ich meine, wenn die von vornherein einen Seestern macht, dann ist es halt so. Ja, aber wenn das eben eigentlich anders mal war, beziehungsweise er auch genau weiß, jetzt sogar just in diesem Moment wäre es wahrscheinlich auch nur mit anderen Kerlen anders. Mhm, yeah. Ja. Weil ich habe das zum Beispiel auch mal, das ist ja auch mal der Punkt, was du ja auch mal gesagt hast mit diesem, ja, für Betas Regeln, Alpha stellen Regeln für Beta auf und brechen sie für ein Alpha. Ja, ja. Ihr habt ja auch mal, diese Geschichte können wir auch mal gerne komplett analysieren, besagte M-Punkt, die ich dann endlich mal geschafft habe, da bin ich super reingesimmt, mal Ewigkeiten bei einer. Und habe es halt geschafft, mich in jeweiligen Situationen immer falsch zu verhalten und jeweils heftig zu betaisieren. Und das hat man dann auch immer super gemerkt, dass bei ihr halt dann so untenrum alles vereist hat, jeweils. Und dann war irgendwann so, ich habe es dann nur geschafft, sie irgendwie zum Date zu kriegen und auf die Couch da hinzusetzen. Und dann war das wirklich so das Ding. Ich habe mir gedacht, es wird nicht funktionieren. Also ich will mir nichts vorwerfen im Nachhinein. So, ich greife jetzt einfach mal nur an und bin halt mit einem Step forward gegangen. Gell? Und, aber sie hat dann so den Kussversuch gekorbt. Und dann habe ich halt danach so gemeint, du gönnst dir nicht einmal so oder so, also so halt nach dem Motto, gell, und dann hat sie gemeint, nö, sie kann sich ja selber machen und das hat sie ja nicht nötig und so nach dem Motto. Yeah. Und dann ist es so, komm, wenn, dann muss man sie schon ganz nehmen und so. Und dann habe ich so, ja, was meinst du denn? Einfach nur so, ja, du weißt schon, also halt einfach ganz. Sie wollte halt drauf raus, wenn, dann musst du hast dich jetzt als Beta erwiesen mir gegenüber, yeah. Dann musst du schon die volle Breitseite an Beta mir entweder liefern. Oder gar nichts. Ja. Yeah. Leider ist das bei der auch durchgesichert damals, dass das mit dem Poly-Ding bei mir und bla bla. Auf jeden Fall, der Punkt dahinter ist jetzt der. Also sie hat das mit dem Poly halt so gerechnet, wie wir das ja auch schon von dem ersten Beispiel mit dem Mädel bei dem Date gehört haben. Na, es soll schon, gerade wenn es eben eher so der Durchschnitts-80%ler ist, den sie da vor sich zu haben scheint, oder wo sie meint, ja, dann will sie aber von dem auch tatsächlich genau diese Sachen haben. Yeah. Das ist ja wieder diese Rechnung, die wir auch schon öfter in Videos mal gesagt haben, ne? Die hypergame Rechnung. Hat er, umso mehr Alpha sieht, sie schätzt, umso mehr geht sie auf Risiko im Netzwerk, mit was Slut-Shaming und so weiter anbelangt, umso mehr fährt sie die Abstreitbarkeit herunter und so weiter und geht direkt drauf. Mhm. Ne? Schlange beim Till Lindemann hinten am Backstage oder sowas. Bis hin zu dann wieder weiter, umso weniger. Ist ja auch ein Trade-off, ne? Sie schaut, okay, der hat so ein krasses Gen, da kann man sich mal beschämen lassen. Ja, genau, genau. Eben. Wie auch weil immer das, dieses Kind, das wird so ein Superheld, Alter. Yeah. Also das brauche ich unbedingt. Genau, yeah, das ist einfach Rechnung. Yeah. Und auf der anderen Seite, umso weniger Alpha sieht sie schätzt, umso mehr ist sie natürlich am Abstreiten, am Netzwerk weiter bedienen und so weiter und ist da super, geht da super safe und ist super vorsichtig, ist super die wichtige, wertvolle Blume. Yeah. Und sie hat eben dann auf der einen Seite auch noch dieses Ding, also die Forderung an Mann ist dann eben nicht, dass es klar ist, so ja, mit dem geht jetzt eine Weile super spannender Schnacksel und da wird aber alles gemacht. Yeah. Sondern da geht es dann eben eher in die Richtung Langzeit und BDG und ganz viel Liebe und so weiter. Ja. Yeah. Ja, und da hat sie das dann eben auch so gebracht. Und dann eben witzigerweise nur als Pointe zum Schluss war es dann eben so. Sie hat das dann so gemeint, ja, wenn, dann muss man, naja, also Schuss so ein bisschen so, du musst bei Schuss so der Beta-Versorger dann sein, der du dich jetzt aus solcher dargestellt hast. Und dann hat sie sogar kurz, also eine Minute danach, hat sie mir dann nur so Stories erzählt, ja, dass sie auf dem Festival war und da hat sie irgendwie mit zwei Typen gevögelt, nur um einen dritten loszuwerden, mit dem sie ursprünglich da war. Ja. Und dann so Zeug. Ja. Gut, lass es von mir aus rummachen bloß gewesen sein, was sie erzählt hat, aber das sei ja mal dahingestellt, zu was es da dann jeweils noch kam und was nicht. Aber das ist der Punkt, wo ich mir dann so dachte, ne, man sitzt halt dann als Kerl da und rechnet das kurz zusammen. Sie schafft es anscheinend nicht, ich weiß es nicht, sie kann es nicht reflektieren, ich weiß es nicht genau. Also sie hat das im Kopf, ist das halt einfach so logisch isoliert, das wird gar nicht zusammengebracht, dass das gerade ein heftiger Widerspruch ja, war. Ja, ne? Ja. Dass sie mir einerseits sagt, du, bei mir geht voll bloß die Big Love und auf der anderen Seite, ja, du, ich hab mal aus Versehen bin ich auf die 100 Chats draufgefallen. Was geht eigentlich, weißt du? Ja, im Festival dann, ja. Ja, ja. Aber das ist halt das,
Was ich dann dazu noch sagen würde, ja, mit diesem mangelnden Vertrauen ist, ich würde sagen, ja, man muss einfach Frauen vertrauen, dass sie Frauen sind, ja, mit diesen ganzen Eigenheiten, dass das halt mit dabei ist und dass man halt vorher dann genug schaut, vor allem wenn man dann mehr in diese, oh ja, ich mag jetzt die Liebe fürs Leben, dann muss man halt dann sich schon ein bisschen frei machen von diesem Gedanken, aber halt trotzdem Frauen vertrauen, dass sie Frauen sind und halt bestimmte Risikoanalysen machen, da habe ich ja auch eine Playlist, könnt ihr euch anschauen und dann trotzdem vorsichtig sein, ne? Weil ich denke mir halt, einmal eine Feministin oder so in diese Richtung hat mir dann auch eine Mail geschrieben und das ist halt dann auch schwer, weil sie dann sagen, ja, Frauen, die jetzt allgemein reservierter sind, wenn man da, wenn dann der Mann zu misstrauisch ist und sagt, ja, die hat mit anderen bestimmt schon viel krasseren Scheiß gemacht, obwohl es halt sich konsistent zeigt, aber ist halt schüchtern und will das dann halt auch nicht, dann muss man halt auch checken, okay, ist es jetzt so eine Person, die allgemein so reserviert ist? Zeigt sich jetzt bloß so, weißt du, es ist halt schwer dann irgendwie. Klar, ja. Weil du willst ja auch nicht den schüchternen, ja, wirklichen schüchternen Frauen dann nicht sagen oder nicht bösartig unterstellen. In der Vergangenheit sagen, hast du... Früher schon. Ja, genau. Ist ja auch nicht so, ne? Es gibt ja Lügen, so die Seestern-Mädels. Ja. Aber ich finde, also ich will jetzt nicht behaupten, dass das jeder kann und ich will jetzt auch nicht behaupten, dass ich das kann oder was auch immer. Aber ich meine schon, dass es gewisse Tendenzen gibt, wo man das einfach merkt, yeah, wie es jeweils ist. Also das hatte ich auch mal mit einer, die da war das völlig klar, dass die den Seestern, dass das einfach nur so das Beta-Ding war, plus angeblich natürlich hier mit, oh ja, ich habe erst mit meinem Freund Schluss gemacht, oder das ist halt auseinandergegangen, ne, wenn man God knows, mit wer es gemacht hat. Aber im Endeffekt ist es halt auseinandergegangen und jetzt ist sie ganz traurig und jetzt wird aber bitte bloß das und das gemacht, weil alles andere geht halt gerade so, ne, soll ich sagen. Oder also, es hat sie jetzt nicht so gesagt in dem Sinn, aber es war halt so im Raum gestanden zumindest. Ne? Also man kann das dann schon abschätzen und wenn man dann auch weiß, wie die Mädels drauf sind und so, dann kann man schon sagen, ja okay, die hat schon natürlich, die hat schon einiges andere Sachen auch abzogen. Ne? Ja, da braucht man, aber das ist halt schwer zu konzipieren, weil du brauchst dafür einfach so eine bestimmte Menschenkenntnis, weißt du? Ja. Also... Aber man kann es ja lernen. Gehen wir aber mal weiter in diesem Text, um da endlich mal durchzukommen. Ein amerikanischer Redpiller sagte bereits voraus, dass das sogenannte Pay-to-Play, also Sugar Daddy oder Escort, immer mehr kommen würde. Ja, OnlyFans. Also die müssen ja jetzt, mittlerweile muss sie die Frau ja nicht mehr zu sowas herablassen, dass sie real da irgendwas macht. Ja, schon. Sondern das ist ja ganz easy. Paar Fußbilder. Ja, ja, klar. 30 bis 50.000 im Monat. Ja, klar. Also das kann ja auch nicht der Weg sein. So verletzt sich zwar niemand, aber es lebt ja auch niemand mehr. Das ist halt immer auch diese Blue Pill-Ding, dass man so denkt, ja, auch nur in dieser Liebesbeziehung, da kann man leben irgendwie, weißt du, ich meine. Das ist ja immer die Schwierigkeit, wenn ich mir denke, okay, die Männer dürfen einfach nicht so ihr Leben oder ihren Lebenssinn und all diese Dinge aus einer Frau oder einer goldenen Vagina rausziehen. Ja, wobei, du weißt ja, das sehe ich auch mal ein bisschen kritisch. Ja, du bist auch Blue Pill as fuck, aber ich denke mir, diese ganzen Dinge, vor allem... Um das zu deregulieren, sehe ich persönlich nicht jetzt, dass dann plötzlich wie ein Mann, ja, wir müssen jetzt zurück in die Religion, da, was weiß ich, irgend so ein Gottesstaat oder so, sondern vielmehr, dass man einfach keine nicht sexuelle Aufmerksamkeit mehr rausgibt und einfach keine Beziehungen. Weil selbst die, wenn dann irgend so ein unterer 80% daherkommt, der will natürlich Beziehungen, weil er auch Blue Pill ist, aber... Der, das und weil er den Marktwert halt hat für alles andere. Genau, aber der wird ja dann von den Frauen wieder nicht gewollt. Weißt du, ich meine, du hast ja durch diesen Vorteil, wenn ihr euch jetzt zu den oberen 20% erhebt oder zumindest nur ein kleiner Bruchteil davon, dann, wenn die keine Beziehungen mehr rausgeben, dann ist es ja eine Exponentialfunktion, weil bei den Männern ja viel weniger an der Masse diesen Markt mitbestimmen. Weißt du, ich meine, weil wenn die dann Frauen merken, okay, Alter, ich kriege hier keine Langzeitversorger mehr. Irgendwas mache ich falsch. Dann rufen sie beim Kevin Samuels an und werden dann da geröstet. Aber das sind ja dann genau solche Dinge, die dann eben auch in die andere Seite schwingen können. Und das ist halt auch das Problem, wenn man sagt, ja, oh, wir brauchen irgendeine Religion wieder. All diese Aspekte, die haben ja immer wirklich diesen Krebs an dieser ganzen Geschichte mit drin, nämlich die weibliche Unterverantwortlichkeit. Ja. Ja? Wenn du herkommst und sagst, ja, ach, jetzt brauchen wir das Patriarchat wieder, und der Vater bestimmt dann wieder, mit wem die Frau zusammenkommt oder die Religiösen sagen dann wieder so und so. Das wird nur Jahre dauern, bis dann sich wieder der Feminismus erhebt, also die weibliche Sexualstrategie-Lobby,
um sich dann da wieder frei zu machen. Du musst die Frauen verantwortlich halten, damit sie merken, okay, ja, wenn ich die falsche Wahl treffe, dann kann ich mir jetzt plötzlich nicht wieder irgendwann später einen Beta-Provider suchen, weil die nicht mehr bereit sind und vor allem, weil dann auch nicht mehr diese Unterverantwortlichkeit gilt, weißt du, ich meine? Ja, wenn du wirklich schaffst, gleiche Berechtigung, also wirklich Gleichberechtigung rauszukriegen, dann werden die Frauen auch nicht mehr hergehen und sagen, okay, jetzt, ich kann mit x-beliebigen Mr. Sexys Kinder zeugen und die Betas sollen das dann alles per Steuern zahlen oder soziale Väter. Und wenn man hier wirklich die Frauen konsistent verantwortlich hält, dann hast du diesen Fluch ein für alle Mal gebrochen. Und wenn du wieder zurück zu so einem, ja, wirklich Top-Down-Patriarchat-Staat gehst, der die Frauen dann wieder sozial einschränkt, dann sind wir in 100 Jahren wieder an der Stelle. Dann hast du es wieder auf der anderen Seite runtergeschmissen. Ja, ja, genau. Es ist jetzt eigentlich... Es fehlt zwar viel, aber auch wenig. Nämlich eigentlich, wie du gesagt hast, es ist eigentlich in Klammern gesagt nur ein Quäntchen, wobei das wahrscheinlich auch schon das alles an Arbeit sein wird, weil, weil Frauenbewegungen ist eine Sache, aber wie wir sehen, Männerbewegungen ist eine andere Sache. Aufgrund von x Mechanismen und Gynozentrismus und Hypergamie und so weiter und so fort. Genau, aber im Endeffekt fehlt nur ein kleines Quäntchen, nämlich ja, die Verantwortung, dieses Verantwortlichhalten der Frau und dieses ein bisschen eben. Man mag das jetzt aus dem Feminismus heraus alles getan haben und das mag idealistisch so gut oder schlecht oder was auch immer wie aus sein, dass man jetzt eben die männlichen Strategien immer weiter gedrückt hat, immer weiter normiert hat, immer weiter moralisiert hat. Aber, und das ist eben der Punkt, ich muss das halt dann auch auf der anderen Seite tun, ich muss die Hypergamie, was heißt moralisieren, ich darf eben nicht hergehen und sagen, boah, Slut-Shaming oder so, das ist natürlich wieder so patriarchale Scheiße. Ja, das ist ja es ist ja, das Problem dabei ist, dass es einseitig gegen Männer ist. Männliche Sluts werden geschämt. Ja, ja. Wenn sie zumindest, oder nicht unbedingt, sie wollen ja den Mr. Sexy für die guten Gene, aber gesellschaftlich werden halt Fuckboys geschämt. Ja, genau. Und gleichzeitig wird der Mann, das habe ich ja letztes Mal schon öfter betitelt, ne, also dieses Creep-Shaming, auf der anderen Seite werden Kerle, die halt Sex suchen, auch geschämt. Yeah. Also es wird Brandbreite werden Männer geschämt für alles Mögliche. Yeah. Und da ist eben der Punkt, wo ich sage, ja, man muss, das muss man sowieso lassen, diese ganzen Zuschiebereien und diese transzendenten magischen Schuldebenen und das Patriarchat, das irgendwo rumschwirrt und so weiter nur und Frauen dazu zwingt, irgendwie sich so zu verhalten, wie sie es tun und so Zeug. Sondern, aber man muss eben auch eben auf der Seite der Frau sagen, ja, okay, wir werden jetzt, der Mann wird sich ein bisschen runterfahren und aus der Gewalt runterfahren und so weiter, das ist ja idealistisch alles vertretbar. Dann muss aber auch die Frau... Was? Es kann nicht sein, dass die plötzlich, boah, da hat sie einer betaisiert, den macht, dass sie den jetzt fertig macht und da politisch irgendwie die ganzen White Knights drauf springen lässt auf den. Oder dann irgendwie, na, so mit WhatsApp-Blog bis hin zu die Reputation Destruction, der Typ verliert seinen Job nur, weil sie irgendeinen Scheiß erzählt oder sowas. Der ist super, der mag vielleicht sogar stimmen, aber der ist halt super krass ausgelegt, ne, und solche Sachen, oder? Und gleich einmal von vornherein mit so Moralisierungen belegt. Yeah. Und Leute dann so, ja, stimmt, das ist echt scheiße. Ja, Moment. Ne, und solches, diese ganzen Sachen, die da passieren oder eben, dass Frauen dann irgendwie bis zum 10. Date hoch da skaliert wird und dann irgendwann so, ja, fand ich jetzt doch scheiße, ne? Sowas ist ja okay. Wo man auch wieder sagen an Feminismus, ja, natürlich brauchst du die jetzt nicht zwingen, dass jetzt da noch was gehen muss oder so. Mhm. Klar, aber es ist halt einfach, es müsste halt einfach nur bedacht werden. Genauso wie in der heutigen Zeit, wie es ein Geschmäckle hat, wie man bei uns ja hier sagt, ne? Wie es ein Geschmäckle hat, dass man sagt, ja, Frau, du gehst an den Herd, weil du bist ja Frau und das gehört jetzt so. Das können Familien schon so ausmachen oder auch aus pragmatischen natürlich sinnvoller formuliert, kann man das natürlich auch alles ja implementieren, aber es hat halt gesellschaftlich ein bisschen ein Geschmäckle. Und es wird ja auch aktiv beschämt, also ich kenne einen, Die sowieso. Dieses Jahr selber macht. Deswegen aber sage ich ja, das zumindest sollte man eben nicht tun, aber ja. Ja, ja, also ich kenne eine, die das halt wirklich aktiv macht, weil sie halt sagt, ja, okay, das, da habe ich halt Bock drauf, bevor man, also es gibt halt auch diese Problematiken mit der Kita, ja, 90% aller Kitas sind absolut unterbesetzt und du brauchst einen Betreuungsschlüssel, vor allem am Anfang, eigentlich 1:1, vor allem, wenn man vor dem dritten Lebensjahr das Kind reintut, ist es immer, ja, sehr schwierig wegen diesem Schlüssel, weil gerade da die Kinder noch mehr direkte Spiegelung brauchen und all diese Sachen und in normalen Kitas hast du einen Betreuungsschlüssel von 1:7, und dann geht dein Kind einfach mit einer höheren Wahrscheinlichkeit, ja, mit hier bestimmten verlassenswerten Gefühlen und lauter solche Geschichten. Und deswegen sagt die, okay, ich chill zu Hause lieber, zumindest die ersten 3 Jahre und danach
Weil das ja einfach nicht geschafft wird von Kita, ja. Das ist ja dann auch so ein Wunschtraum, dass beide, ja, Karrierefrau, die arbeitet, der Mann arbeitet 100%. Ja, ich schicke die Kinder halt ab und... Ja, wie so ein Haustier. Das Haustier kommt jetzt da in die Kita rein. Ich hab's jetzt gemacht, jetzt passt's. Und das sind halt lauter Schwierigkeiten. Ja. Aber die werden dann sehr schwierig beäugt und dann voll. Auch... Du merkst schon, oh ja, wenn sie sagt, die sagt schon, ja, ich traue mich kaum zu sagen, dass ich so Hausfrau bin, weil dann sagen sie, oh... Weißt du, ich meine, die sagen zwar dann nicht, was ist denn da los, sondern aber du merkst schon, diese so eine leichte Abwertung kommt dann damit immer, in nonverbal zumindest mit einher. Ja, und deswegen ist es... Auch vor allem bei Männern, bei Hausmännern, ne? Aber ja, das sowieso, ja, ironischerweise, gell? Aber, ja. Aber genau, und darum sage ich eben, also klar, Shaming sowieso lassen, aber es sollte eben zumindest irgendwie auf dem Schirm sein. Das ist ja schon mal das Mindeste und das ist, glaube ich, auch schon das Wichtigste, dass man es einfach nur auf dem Schirm hat, deswegen ja Red-Pill-Awareness und so weiter. Wenn ich eben sehe, Alter, das Mädel hat sie gerade im Chat oder im Gespräch, egal, die hat sie gerade fünfmal um 180 Grad dreht jeweils und hat die Logik quasi jeweils neu erfunden und so. Und das hat die mir jetzt gerade gegenübergebracht, solche Aussagen, zu was, egal, was auch immer, in welchem Kontext stehend, dann muss ich halt einfach sagen, ja, I know her Porgamy und es ist ja auch okay, dass jeder seiner Emotion folgt. Das ist ja, ne, wie willst du das abschaffen? Das ist ja das, was du mal sagst. Das wird sich insofern nicht viel ändern, als dass Männer nur das wollen, was sie wollen und tun, was sie tun. Und Frauen werden nur immer nur das wollen, was sie wollen und tun, was sie tun. Yeah. Wahrscheinlich eine gute Weile lang nur oder was auch immer. Ne? Das kann auch morgen schon anders sein, aber das wissen wir halt nicht. Wir können jetzt nur mit dem Abend arbeiten, was gerade ist oder was wir meinen, was ist. Und trotzdem ist es aber so, die können sich dann schon so verhalten, diese Menschen. Aber wo ich halt sage, ich sehe, was da gerade passiert. Nee, dass man halt einfach sagt, aha, das ist ein Phänomen, das ist gerade einfach rumgedreht worden. Und dass man dann eben sagt, du kannst dich schon verhalten, so nach dem Motto, aber ich beäuge es eben. Das ist einfach nur so, ich habe es normierend im Auge. Ja. Yeah. Einfach so, das ist eben, dass man eben so, ja, wie es auch, dass das auch ein Geschmäckle hat, wenn Frauen ihre ganzen Verhaltenstendenzen rausballern. Ja. Yeah. Und es darf eben nicht sein, dass das jetzt hier so, na, wie der Female Choice, Maike Stoverock, dass, ja, die Hypergamie ist jetzt unleashed, top. Nee, dass ich sage, ja, das ist schon, die ist jetzt unleashed und so weiter, aber ich muss halt sagen, ja, fahrt da ganz vorsichtig bitte damit. Ne? Also, auch als Frau, dass ich ja, sie haben ja nicht, das ist ja mein Kernproblem damit, wie letztes Mal schon, sie haben ja die unleashed Hypergamie, also die volle Autorität, aber die Verantwortung soll weiterhin bei den Männern bleiben, wie im letzten Video mit dem goldenen Gurkensyndrom. Mhm. Da ging es ja dann auch darum, ja, die Frauen daten so weit nach oben und beschweren sich dann, dass die wenigen Chats oder Karl Donnellers und Bad Boys dann das goldene Gurkensyndrom haben, weil sie ja so ein fettes Rotationssystem aufbauen. Ja, ja. Und dann sagen sie, komisch, woher kommt denn das? Ja, ja, weil genau, sie die ja immer wieder wählen. Und dann sagen sie natürlich, Patriarchat, die Schweine wollen bloß Hunger und so weiter. Genau. Und sind aggressiv und machen das alles. Ja. Aber nur ganz kurz, das wollte ich auch noch einwerfen zu diesem praktischen Red Pill-Ding. Was du vorher eben noch gemeint hast mit diesem, ja, immer dieses Freimachen von weiblicher Aufmerksamkeit und so, ja, das ist schon so ein praktischer Maßstab, den man sich als Mann ja auch irgendwo geben muss. Deswegen sage ich auch, das haben wir auch schon öfter gesagt, jeder Mann ist alle Kompensationsstrategien vereinigt, der irgendwo, ne, der ist auch irgendwo ein Mücktau, der ist auch irgendwo dies und so weiter und so fort. Und natürlich ist er dann auch praktischer Redpiller, weil jeder Typ hat mal irgendwie skaliert. Und wenn er Obdachloser ist und mal ein Bier gefunden hat, wo, dann hat er skaliert in dem Moment, ne, blöd gesagt. Und kannst der Pennerin irgendwie mit in die Hand drucken und so und die hat dann Bock oder was. Aber der Punkt ist eben der, wo ich sage, ja, das ist ja alles, das sollte man im Auge behalten als Maßstäbe, aber muss ich auch sagen, ich finde es teilweise so ein bisschen unrealistisch, das ist ja, kommt ja auch manchmal in den Kommentaren so ein bisschen auch raus bei den Leuten, dass das halt alles so ein bisschen unehrlich ist, finde ich, insofern, als dass man, ja, wie willst du dich denn frei machen von weiblicher Aufmerksamkeit, wenn ja die Red Pill auch zeigt, dass eben Menschen determiniert sind und therefore ich auch als Mann eben dazu determiniert bin, die Girls heiß zu finden. Und ja, schon. Auf die hart das, Bock zu haben. Das ist ja dann auch das, was ich immer sage, es geht ja immer um die Skala, verstehst du? Ja, natürlich willst du unendlich Frauenzugriff haben, weil sonst würde ja der Hub nicht so abgehen, also der Hub. Und das ist ja aber auch dann das Problem, irgendwann schwingt es ins Pathologische, wenn man sein Leben danach ausrichtet, wenn man sein Selbstwert davon abhängig macht und all diese Dinge, weißt du, ich meine. Und das siehst du halt leider Gottes sehr oft, dass man dann sagt, okay, ja, Alter, erst wenn ich so und so viele Frauen gehabt habe, dann bin ich vom Untermenschen zum Menschen aufgestiegen. Ja, wobei das hat halt auch, das hat, glaube ich, weniger mit dem Selbstwert zu tun. Ich glaube, der Selbstwert, der kann sein, wie er will. Habe ich am Ende vom Tag den Korb im Gesicht? Habe ich am Ende vom Tag den Korb im Gesicht? Das heißt, man kann das irgendwie mit magischen Formeln
drehen und wenden, wie man will, also irgend so transzendentes Bewusstsein, Selbstbewusstsein und sonstige Kisten. Am Ende vom Tag habe ich das Ding halt nicht gemacht. Und das, da geht es jetzt nicht mal darum, dass meine Männlichkeit oder was auch immer dann davon abhängt, sondern ich habe halt den fucking Bunker nicht kassiert. Schon, ja, ja, klar. Dass du musst, und zwar dann schon wieder. Ja, aber das Problem dabei ist, dass da ja so eine starke Anhaftung mit dabei ist. Das ist ja nicht so, ach verdammt, wie als wären sie jetzt unterwegs und würden von Tür zu Tür gehen und sagen, okay, verdammt, heute habe ich meine Verkaufszahlen nicht erwischt. Mhm. Finde ich nicht gut, weil ich habe eben diesen Standard und ich möchte mindestens 5 Verkaufszahlen. Aber so wird es ja nicht beleuchtet, sondern es wird ja weitaus mehr mit emotionaler Last beladen. Also ja, das sind halt Bedürfnisse, die nicht befriedigt werden. Das ist in meinen Augen schon, es ist generell Belastung. Ja, also schon, aber die Krux dabei ist, wenn du je höher du dann die Belastung draufsetzt, desto schwieriger machst du es ja. Ja, ja, gut. Weil ja. Die Frau ja darauf wieder reagiert, wie durstig du bist. Ja? Also wenn du eine Frau vertreiben willst, die sind ja hochgradig allergisch auf Durst, weil das ja viel mit impliziert. Niedriger Status, der hat keine anderen Frauen. Warum hat er keine anderen Frauen? Ja, niedrigen Genqualität, all diese Dinge. Ja. Deswegen muss man es ja... Schon klar, wobei ich auch da sagen würde, ja, aber dann hockst halt undurstig im Bett allein. Also, weißt du, was ich meine? Ich kann quasi Chad Thundercock in meinen eigenen 4 Wänden sein. Und dann ist das ja alles ganz schön und ich kann skalieren und dann habe ich den Till Lindemann erreicht. Gut, okay, wenn ich das habe, dann ist das eine Thema eh passé. Aber nehmen wir mal an, ich bin irgendwie... Na, ich nenne das ja das Ägyptologenproblem. Na, oder einer ist Top 10 der weltweiten Schraubensammler. Ja, ja. Na, da ist quasi in seiner Mini-Nische halt heftiger Alpha-Chat. Es bringt nur nichts, weil in der Nische keine Frauen sind. Oder und, zum Beispiel, ne? Genau, und vor allem das ist ja auch die Krux an der Intelligenz. Frauen finden Intelligenz ja nur toll, wenn es für Kohle impliziert eben, ist. Eben, was ja sehr nicht Intelligenz ist, in dem Sinne, weil es ja sehr krude auf triviale Ebenen abzielt, insofern, so ein Elon Musk oder so, die mögen intelligent sein, wie sie wollen, heftig ohne Ende, aber genau, insofern bei jemandem dieser Status und das alles eben nicht mit einhergegangen ist, aus welchen Gründen auch immer, dann hat der Intelligente tatsächlich ein Problem, ja, weil er dann tatsächlich dieser Alpha-Chat auch im Gespräch und so in der Regel eher nicht ist, außer er ist heftiger Psychopath und kann sich das so drauf einstellen, dass er das Game halt ruled. Ja. Aus dem psychologischen. Es sind ja immer so viele, es ist ja nicht nur Status, verstehst du, wenn du den krassesten Status hast. Ja, es geht ja vor allem um Verhalten. Das ist ja das, was man immer, also ich glaube, dass gerade Verhalten das Ding ist. Ja, also ich. Status ist dann halt nur die Reichweite. Ich denke, es kommt halt immer auf den Kontext drauf an und Aussehen ist definitiv auch ein krasser Marker, der dir vielerorts Dinge einfacher macht, aber. Ich sehe es halt auch nicht so krass, dass wie jetzt mehr im Blackpill-Bereich, dass man sagt, ja okay, Aussehen ist 90%, weil sie sagen ja dann oftmals, ja on Tinder, Tinder und so weiter, aber Frauen hören ja, seit es Tinder gibt, nicht plötzlich auf, in irgendwelche Tanzkurse zu gehen, zu bestimmten Bergführern zu gehen, all diese Dinge, wo man sich ja trotzdem noch gut positionieren kann, weißt du, ich meine. Ja. Egal wie viel Online-Zeugs es gibt, Menschen wollen immer noch unter anderen Menschen sein und da gibt es dann immer noch Mikrokosmen, wo du dich durch, ich bin jetzt der Yoga-Lehrer, ich kann jetzt das und so weiter herauskristallisieren kannst. Und das sind ja dann auch wieder solche Sachen. Absolut. Mein Endsatz wäre jetzt nur ganz kurz, und das hängt jetzt auch nochmal mit dieser ganzen Thematik hier mit dem Kommentar zusammen. Und zwar, ich habe mir das jetzt auch schon öfter überlegt, weil das, wir hatten ja auch schon öfter die Debatte, wessen Frame jetzt wessen ist. Ne? Also im Sinne von, ich soll in der praktischen Red Pill wird geraten, dass man immer den Frame bei sich, also den Ursprungsort der Motivation bei sich hat und nicht auf die Frau gehend. Ja, wobei der Frame ist ja der kognitive Deutungsrahmen. Das ist ja dann oftmals... Ist halt relativ zu betrachten. Ja, vor allem, wie du jetzt auf eine Frau zugehst, anhand dieses Verhaltens, wenn du dich eher so unterwürfig gibst, dann schießt du dich ja, wie du vorhin bei M-Punkt, viel mehr in die Freundschaftszone rein, vor allem, wenn du dann ihre Bitten auch erfüllst und sie dir aber dann zeitgleich aber von den Mr. Sexys erzählt, wo wir ja dann einen gesehen haben, der verkackt ugly war, aber der sie trotzdem weggeknattert hat, weil er eben nicht so durstig rangegangen ist wie du. Beziehungsweise, es kommt drauf an, was eben Durst ist. Wenn ich jetzt im Club hart aggressiv reingehe, ist das ja auch Durst. Ja, ja. Es ist halt aber aggressiv und therefore ist es insofern Alpha. Es kommt halt, das ist ja genau wieder der vorherige Punkt, der
Der geht zwar durstig. Das geht weniger ums Was, sondern halt ums Wie. Halt. Genau, er geht so ran, dass er sagt, okay, wenn es eine Du bist, dann ist es irgendeine andere. Mhm. Und in diesem Ding geht er halt rein. Und dann, wenn sie halt nicht dabei gewesen wäre, dann hätte er halt weiter überall rein. Weißt du, ich meine? Und das ist ja dann auch oftmals diese Nuance, die dann hier auch der Frame ist. Gehst du jetzt auch in bestimmten psychologischen Rahmen, okay, ja, mit der gehe ich erstmal auf 5 Dates und weil das von ihr auskommt, lasse ich mir das gefallen. Wenn sie jetzt den Rahmen hat, okay, ich habe erst nach dem 5. Date Spaß, dann weiß ich ja ganz genau, dass in den meisten Fällen, zumindest in der Vergangenheit wie vorhin, schon am same night hier, am gleichen Abend was passiert ist. Naja. Und wenn du dann sagst, nee, Kontaktabzug, weil ich akzeptiere diesen Frame nicht, ja, dann baust du ja dann einen anderen Frame, also einen Rahmen auf und sagst, ja, okay, implizit, mit mir kannst du das nicht machen und dann musst du halt gucken, ob sie diesen Frame akzeptiert und dann sagt sie, okay, der ist doch... Oder irgendwann mal akzeptiert. Genau, der ist doch hochstatusmäßig, ich akzeptiere dem seine Realität dann in diesem Kontext und das sind ja dann diese Rahmenbattles, aber hier geht es ja im Vollkorn Jesus um den Überframe. Und zwar der Selektionsrahmen, dass du als Mann niemals rauskommst außerhalb dieser Präferenzen der Frau. Ja, ja, weil wenn ich jetzt eben Red Pill, also praktisch Red Pill, wenn ich skaliere und nebenbei eben ganz zufällig so quasi die Attraktivität der Frau einheimse dadurch, dann ist eben aber natürlich da der Überframe der Frau immer online, weil... ich kann noch so nur auf mein Business oder sonst was irgendwie gerichtet sein als Kerl dann oder auf mein Schrauben sammeln oder was auch immer. Ich kann dann quasi aber trotzdem, sobald ich auch nur einmal den Durst quasi spielen lasse, also sobald ich quasi auch nur einmal irgendwie den Koitus mit der Frau eingehe, dann habe ich dabei ja genau das bedient, was sie wollte, nämlich ich habe skaliert und auf sie geschissen, jetzt böse gesagt, ne? Ja. Also das Interesse quasi zurückschraubt und bin aber so weit mit dem Interesse raus, als dass ich natürlich intentional irgendwo reingegangen bin, mal einmal. Und sobald der letzte Red Pillar dann einmal Sex hat, ist er insofern in dem Frame der Frau gewesen. Weil er ja genau das gemacht hat, was sie will, nämlich skaliert haben. Im Überframe. Ja, genau, im Überframe. In der Female Choice. Wenn man genau, um es genauer runter zu kristallisieren, wenn man jetzt sagt, okay, mein Lebenssinn ist wichtiger, als jetzt mit der Frau was anzufangen, dann ist das ein Rahmen, der erschaffen wurde, wo dann oftmals dieser Leitsatz zum Tragen kommt, ja, man verliert Geld, wenn man Frauen hinterherläuft, aber niemals Frauen, wenn man Geld oder im übertragenen Sinne einer anderen Aufgabe hinterherläuft. Genau. Dann ist das der individuelle Rahmen, der individuelle psychische Frame. Aber trotzdem erfüllt man damit, ob man will oder nicht, den Überframe der Frau bzw. der weiblichen Selektion. Ja. Okay. Der jagt was Größerem als sich selber hinterher, ergo impliziert es mehr Statuspotenzial, mehr Kohle und all diese Dinge. Das ist halt dann quasi eine Win-Win-Situation. Genau. Aber, und jetzt pass auf, das habe ich ja damals auch schon öfter eingeworfen, jetzt aus so einem logischen Sinne heraus, wäre das einzige Ding, wo man den Überframe der Frau crashen könnte, insofern das denn funktionieren würde. Yeah. Also daran hapert es dann halt. Man könnte diesen Überframe nur in einem idealistischen Sinne nur crashen, eine Revolution, ne? So wie es jetzt ungefähr, ne? Die Incels, die hassen, der MGTOWER, der sagt, macht er nimmer, ne? Er sagt es für sich idealistisch, er steigt aus dem Frame aus, aber was man damit immer noch nicht gemacht hat, der Frame, der farmt dann natürlich weiter, also der Frame der Frau farmt dann natürlich weiter da draußen, weil es gibt immer nur genügend Leute, die skalieren, die das machen, die die Frauen mitnehmen und so weiter und so fort. Ja. Und jetzt pass auf, und dann gibt es halt nur Pickup, das Kurzfristigere, dass man es irgendwie versucht zu kompensieren, das Ganze. So, und dann würde jetzt nur so ein nächstes logisches Area vorschlagen, nämlich, dass man Frauen, dass Männer geschlossen, so wie MGTOWER, dass die sich auch zusammenschließen und sagen, das machen wir jetzt mal mit und so nach dem Motto. Ne, mehr, weil es wird ja immer behauptet, dass da kein Idealismus dahinter steckt, dass es nur ein besseres Leben dann für einen. Aber ich würde schon sagen, dass da auch irgendwo so ein Hilferuf an die Gesellschaft steckt, im Sinne von, Leute, da ist was im Gange und wir machen dann immer mit. Na, dass das schon so ein gewisser Fingerzeig auch im gesellschaftlichen Diskurs ist oder sein kann. Ja, es ist ja, es soll ja auch den Markt, das ist ja das NCD deregulieren. Genau, das ist also plätten, ja, genau. Die Immopreise runterhauen, genau, weil keiner genau kauft. Ja. Und ich glaube, man könnte da noch so ein Zusatzding machen, was dann noch eine neue Nische oder Position ist, wie man das auch mal nennen will, in diesem ganzen Manosphere-Bereich, nämlich, dass Männer sich zusammenschließen und sagen, Leute, wir fahren einfach die Atomwaffen runter.
Also im Sinne von, dass ich dann einfach Frauen nur noch mit Beta-Verhalten begegne. Ja. Also dass sie wirklich Frauen, dass man alle quasi das jetzt so machen, wie es der Feminismus denn gerne hätte, und alle rausgehen und volle Tröte, offene Kommunikation. Das Problem ist natürlich, das funktioniert natürlich jetzt, das ist nur so logisches Ding von mir, das funktioniert natürlich in der Realität nicht, weil selbst wenn alle Beta verhalten haben, gibt es immer noch einen Till Lindemann, der die Kohle und die Rockmucke produziert, und dann mag der irgendwie mit dem Schnuller vor ihr stehen und einen Ja. Daumen lutschen, und die findet ihn trotzdem heiß, weil er hat die Reichweite und trotzdem, ne, so. Natürlich, das kannst du natürlich nicht von Leuten verlangen, dass sie ihre Positionen verlassen, nur um den Markt zu drücken. Aber Ja. nur ebenso auch nur als von Das mir ist ja als auch das, was eine. die Verbalwissenschaften aus den Gender Studies nicht kapieren, weißt du? Habe ich auch so eine geile Studie rausgekriegt, die muss ich auch mal zerlegen. Die sagen so, ja, es gibt mehrere Männlichkeiten, ja. Oder dann analysieren sie die Red Pill natürlich wieder deformatorisch, Ja, halt ja, alles Insights und Frauenhass, bla bla, bla ja. bla. Und die haben ja diese Alpha-Maskulinitäten und die Beta-Maskulinitäten. Und es gibt ja eigentlich ganz viele Maskulinitäten. Der Punkt dabei ist ja, was sie niemals mit beachten, weil sie ja Frauen total unterverantwortlich, auf magische Fahne im Wind, die können ja nichts dafür und so weiter, infantilisiert betrachten, dass hier aber, um du die Männlichkeit mehr oder weniger immer in einem bestimmten Rahmen definieren Ja, musst, eben. wenn du deine Gene in die nächste Generation haben möchtest, weil ansonsten die Frau diese Männer wieder nicht auswählt. Verstehst, wenn du zu krass keinen der beiden Sexualstrategien erfüllst. Weder Mr. Sexy, ja, physische Attraktivität, Muskeln, dominantes Auftreten und dann natürlich auch noch diese sozialen Statusaspekte mit Versorger, guter Vater, emotionale Reife, bla bla bla. Wenn du davon nichts machst und dich halt, ja, zu weiblich anziehst, ja, oder du dich als totale Frau ausgibst, dann wirst du ja nicht von Frauen selektiert. Man muss sich bloß mal aus der weiblichen Perspektive einen Mann vorstellen, der halt ja, ein bisschen attraktiv ausschaut, aber der dann herkommt, oh, hi Süße, na, wie war dein Tag heute? Dann wird jegliche Anziehung, die die Frau vorher zu dem Typen hatte, Richtung Null gedrückt in den meisten Fällen. Und, weißt du, ich meine, Ja, absolut. Ja, eben das. einmal dieses, ne, das Patriarchat ist verursacht, also wenn man das so nennt, wenn man das als Patriarchat oder toxische Männlichkeit besser gesagt, Ja. ist verursacht. Und was da auch noch drin steckt, weil du gemeint hast, ja, es gibt ja x Zillionen wieder mit diesem, ne, es gibt tausend Geschlechter, es gibt tausende Formen von Männlichkeit, da wird auch wieder erkenntnistheoretischer Move gemacht dahinter. Nämlich, es wird geswitcht von, sonst wird ja immer von Strukturen geredet. Ja, Ja. patriarchale Strukturen. Und alles wird strukturell betrachtet und systemtheoretisch betrachtet. Das ist ja erstmal sogar schlauer Move. Aber bei sowas wird dann gesagt, nee, nee, es gibt doch nicht nur einfach Alpha- und Beta-Männchen oder sowas oder so Verhaltensdinger weisen, sondern es gibt auch Zillionen, wo ich sage, ja, in einer historischen, also in einer, wenn ich die krude Phänomenebene nehme, im Sinne von, ja, der hat irgendwie, der hat jetzt sein Glas nach links hingestellt oder der hat sein Glas nach rechts hingestellt. Völlig anderer Mann. Weißt? Also wenn ich jetzt sage, ja, wenn ich Verhalten ganz krude anschaue, auf der Ebene, wie es mir begegnet, dann sage ich, boah, das sind ja so viele, na, wir sind ja alle so, na, wir sind ja alle anders, und das sind tausend Kategorien, die man aufmachen kann. Ja, Moment, aber was Kategoriales ist ja schon was Strukturelles. Und das heißt, in einem logischen Sinne gibt es halt eben nur, verhaltenslogischen Sinne gibt es zum Beispiel sowas nur wie Über- und Unterstellung. Ja. Hat sie jetzt, und dann ist am Ende vom Tag die Frage, hat er sich jetzt in der Tendenz mehr untergestellt oder hat er sich mehr übergestellt, zum Beispiel? Ja, und da, mehr gibt es dann nicht, Ja, weil das das sind die sagen beiden sie. logischen Das Seiten. sind ja die Verbalwissenschaften, beziehungsweise die Woke-Aktivisten. Das siehst du ja diesen Aktivismus. Ja, die sagen immer genau das, wie sie es gerade brauchen. Wenn du sie dann auf die Inkonsistenz dieser ganzen, ja, Woken-Ideologie, postmodernen Ecke da hinweist, dann sagen sie, ah ja, Der bist ja na Insel. na. Entweder Okay, das oder Dominanz, ja, ja. oder dann switchen sie es, Ja, genau, die ja, switchen dann halt, ja. entweder ist es total undefiniert und dann haben Ja. sie wieder ganz klare Struktur. Knallhart, da ist privilegierter Mann und das und dies, ja. Genau, und das mal, ja, Ja, wir machen schweifen ab wir's. mit den Gender Studies. Zurück zu dem Text noch am Ende jetzt. Ich komme gebürtig aus dem Norden Deutschland und bin protestantisch geprägt. In meinem Umfeld war ein gewisses Vertrauen schon etwas ausgeprägter als hier im Süden. Der Protestant ist ja eher strenger mit sich und schaut stärker auf das Gemeinwohl. Ich kann mir vorstellen, dass diese Denkweise bezogen auf die Partnerschaften tatsächlich die erfolgreichere Strategie ist. Insbesondere was den Frieden angeht. Ja, das ist schon ein Punkt, weil jetzt, wie er weiterschreibt, weil man in so einer Beta-Gesellschaft eben eine gleichmäßigere Verteilung von Frauen hat. Aber das ist ja dann
auch, und man muss dann auch genau hinschauen. Warum? Ja, weil die Männer, die eben nicht mehr in der Dominanzhierarchie mitmischen können, weil sie jetzt keinen Job mehr finden wie in anderen Ländern, wo der Kriegsindex dann auch höher ist, ja. Die kriegen ja wiederum keine Frauen, weil, warum? Weil Frauen diese Männer wieder nicht auswählen. Und die Männer werden ja verheizt an der Front. Und genau. Sowas. Dementsprechend schaltet die Frau zwangsläufig wieder auf das Poly-Ding, beziehungsweise auf das Hypergame natürlich, aber schaltet wieder auf viele Partner. Genau, und aber natürlich auch die Männer, die dann weiter oben sind, die haben ja dann auch die Auswahl. Die wählen ja dann auch wieder diese Frauen in der Masse, weißt du? Ich meine, die halten sich dann so kranke Harems und haben ja dann dadurch auch zeitgleich so viel Besitz kapitalisiert. Weil das ist ja genau das auch mit diesen Analysen in polygamen oder polygynen Gesellschaften, die umso heftiger viel Ehen haben. Da hast du noch krassere Scheren zwischen Arm und Reich und noch krassere Frauenverteilung. Und dann hast du halt dann diese latenten Spannungen in der Luft, weil die Männer dann eben auch mehr abgehen. Ja. Weiter sagt er, ich verstehe aber natürlich auch, was der Protestantismus und die Betaisierung für Nachteile hat. Linke Parteien werden gewählt, Wirtschaft geht runter, Einwanderung. Und ja, mit Einwanderung, das will ja auch keiner sagen, halt sehr gezielt auf Männer. Viele Männer kommen ja dann auch her. Weißt du, wenn du mal schaust, ich glaube 70% oder so, die auch in diesem heiratsfähigen Alter sind, die dann aber halt keine Frauen, weil sie ja dann nicht mitmischen im System auch. Aber ich finde für dieses Dilemma einfach keinen Ausweg. Vielleicht wollt ihr dieses Thema mal zusammen beleuchten, würde mich sehr freuen. Das haben wir ja jetzt gemacht. Und ich denke, dieser Ausweg ist eben, dass man als Mann so krasses geht, eben diese, das ist ja auch dieser, was ich vorher noch sagen wollte, die Männer haben ja auch einen Überframe, nämlich mit wem schließe ich die Langzeitbeziehung? Ja, ja. Das ist ja dann der Selektionsrahmen. Und wenn jetzt da die Männer, vor allem mehr in diese Beta-Richtung, sagen, zu viel Kilometer läuft nicht, dann hast du irgendwann einen gegenregulativen Wert. Das wird natürlich dauern, aber das ist ja dann genau auch wieder dieser Aspekt mit der Verantwortlichkeit. Das sehen wir ja auch, da hat lustigerweise der Cole Tain hat ja auch mal ein Video gemacht, weil das heißt, Islam is right about women. Das war ja mal dieser Satz, dass man eben als Witz gesagt hat, ja, oh, die islamischen Länder, die haben die Frauen ja so unter dem Griff, aber zeitgleich versucht man das hochzuhalten, dass die ja so friedlich sind. Währenddessen das ja auch sehr einfach und einseitig gezeichnet ist, weil in den islamischen Ländern auch ein starker Genozentrismus vorherrscht. Das hat er in diesem Video beleuchtet, ja. Wie viele Männer da dann die Gepeitschten nach der Ehe sind, wie viel Kohle dann auch da verloren geht, dass Männer teilweise dann auch beschämt werden, ja, du warst nicht Manns genug. Und solche Nuancen da oftmals verloren gehen, weil du dort ja auch bestimmte Anstrebungen siehst oder dann halt auch dort die religiösen Oberhäupter sich, die Männer, die es dort natürlich sind, dann aber für Frauen wieder einsetzen. Ja, ja. Ist natürlich dann ein Ding, der aber das oft untergeht und das siehst du ja auch da. Aber wie gesagt, wie vorhin geschildert, ist es ein Problem der weiblichen Unterverantwortlichkeit, weil wenn du jetzt wirklich Frauen konsistent genauso verantwortlich halten würdest, okay, pass mal auf, du hast jetzt hier die Partyphase ausgelebt, jetzt bietet sich kein sozialer Vater mehr oder viel weniger, vor allem von den Kalibermännern, mit denen sie dann auch in einer langfristigen Beziehung ist und zeitgleich gäbe es keine unendliche staatliche Unterstützung, indirekt durch die Beta-Umverteilung, wie das jetzt dann auch sein mag, ja. Gratis Kitas und das ist gratis in Anführungszeichen, weil es zahlen ja dann meistens dann die Steuerzahler, die ja dann im Durchschnitt, vor allem die am meisten zahlen, mehr Männer sind, weißt du, ich meine. Und wenn du da wirklich konsistent wärst, dann hättest du viel mehr diese Vorsicht oder auch, wenn du mal guckst, Alleinerziehende wurden damals viel strenger beäugt als heute dann, dass man das sagt, wow, ganz toll. Und dann tun sich ja auch linke oder halt grüne Parteien drüber aufregen. Ja, Kinderarmut. Aber sowas gibt es ja auch nur, weil ja dann wieder die Frauen mit dem heftigsten Assi Kinder zeugen. Und den wählen sie ja auch wieder teilweise aus, weißt du? Ja, ja. Ja, von dem her insgesamt, weil ich bin ja da immer so mit diesem Ding, ich hab diese männliche Eifersucht halt nicht. Von dem her kann man das eben noch so ein bisschen erweitern und sagen, also eben nicht nur, wenn das Scheckheft
da Problem, also klar, wenn es so ein persönlicher Problem darstellt, dann darf man da und sollte man da natürlich eben, wie du auch eben jetzt empfiehlst, eben gerne darauf hinweisen, aber auch insgesamt eben Frauen verantwortlich halten, auch so hypergame Moves generell halt so ein bisschen beäugen und ja, die Paranoia trotzdem zurückschrauben. Im Alltag darf man ja gerne irgendwie für sich selber idealistisch sein und bleiben. Also sich entspannen, wenn man das so nennen will, einfach und da nicht drauf schauen, sondern aber trotzdem in den, also wenn einem was begegnet, knallhart, wo man sagt, okay, das ist ein Problem, das auch wirklich zu sagen, so geht das nicht. Und da halt, also egal was es ist, ne, einfach eben sagen oder auch so eben so hypergame Moves und sowas aufzeigen, sagen, du, jetzt hast du das gesagt, aber das, was soll das? Das Oder geht am so nicht. stärksten einfach durch Verhalten zeigen, dass man denen dann keine Aufmerksamkeit mehr gibt. Auch das, ja, aber ich würd schon auch teilweise Ja, verbalisieren, schon. Zuerst um verbalisieren und irgendeine, dann, ja, genau, ja, damit klar ist, und warum dann du jetzt sagst, Konsequenzen, oh ja. läuft nicht bei mir. Und das ist halt dann auch das Ding, ja. Ich meine, du siehst ja diese Unterverantwortlichkeit überall. Also auch bei den, wenn dann jetzt, wenn die Frau jetzt irgendwie ungesund psychologische Störungen oder ähnlich hat und man mit deren Kind hatte. Und sie ist danach lustig, nach der Trennung, dann kann sie jederzeit einfach sagen, ach ja, der hat mich komisch ein bisschen angeschaut oder mich komisch angefasst. Und wenn es dann gelogen war, dann wird sie 0% zur Verantwortung gezogen. Ah, oh, mei, hat sie halt da irgendeine Falschbeschuldigung rausgehauen. Aber, weiß ich meine, Ja, eben lauter solche Sachen der halt, ja. Mann, der hat dann sozusagen das russische Roulette durch diese Tat und die Frau, die kann eigentlich nichts verlieren, vor allem wenn sie moralisch weniger Sorgen diesbezüglich Naja, hat. absolut, Und ja. das ist ja genau das Ding mit der Verantwortung, warum du Leute konsistent verantwortlich halten musst. Ja. Weil ansonsten. Ja, man muss schauen, die Männer, blöd gesagt, aber Männer müssen das Schweigen brechen. Auch dieses ganze Ding, weil man sich auch, ich habe auch mal mit einem Kumpel öfter geredet und da haben wir uns auch gefragt, wie konnte es eigentlich so weit kommen, dass der Feminismus mittlerweile so eben dieses ganze, diese Moves bringen konnte, mit Begriffsgrenzen verwässern und was es auch immer alles ist und diese starken Moralisierungen, die super verabsolutiert. Also wie konnte es so weit kommen, dass ein, auch nur ein Reflektieren von Feminismus mittlerweile als Antifeminismus bezeichnet wird und gleichzeitig Antifeminismus eigentlich schon antimenschlich bedeutet. Ja. Wie konnte das alles so weit kommen? Und da haben wir uns eigentlich auch gedacht, ja, diese ganzen Mechanismen und der Gynozentrismus und dieses Ganze und die Hypergamie, ne, man darf seinen Frame nicht verlieren als Mann und so. Es wäre ja insofern ein Frameverlust, wenn ich mir als Mann beschwere und so sage, so nach dem Motto, ja Leute, so geht das nicht. Ja. Und dann eben dann noch diese Dynamiken, wie wir es letztes Mal ja hatten, White Knights, Blue Pill Alphas, die das, der Blue Pill Alpha steht dran und sagt, hey, das ist doch alles, wieso, da war doch jetzt überhaupt kein Problem. Stumpf wie Brot, hat es überhaupt nicht checkt, was eigentlich gerade passiert ist, was sie eigentlich gerade gebracht hat. Der White Knight ist zwar am Start so, ja, das Patriarchat hat sie dazu gezwungen und du bist eigentlich das Schwein, Vollkorn Jesus, du bist Ja. dafür verantwortlich, dass manche Frauen sich so verhalten müssen und Ja, dieses ganze Zeug schon. oder da in die Presche springen und sagen, nee, nee, das ist alles gut, was sie gemacht hat und gesagt hat und du hat ja gar nichts gemacht und du bist der Wichser. Ja, und diese ganze Sache, dass Männer insgesamt halt einfach in Gesellschaft, im Alltag, im individuellen, persönlichen Bereich, überall auf allen Ebenen einfach das Schweigen brechen und einfach sagen, Leute, die da und da sind, das sind Probleme und das kann so nicht sein alles. Ja, schon, aber das Ding ist ja, dann hörst du ja wieder von deren Seite, ja, sei ein Mann gefälligst, Ja, weißt? eben, ja, Sie, plötzlich wird es wieder toxisch, ja. genau, sobald nur Frauen in irgendeinem Furz verantwortlich gehalten werden, dann Ja. musst wieder ein Mann Ja, sein, klar, weil eben. ja dann siehst du auch wieder diesen Hast du kein Aktivismus. Selbstbewusstsein? Ja, Musst, brauchst du das von extern? Ja, dann sind wir oder lustigerweise siehst du mit so dich als Red Opfer? Pill-Argumenten gekommen. Siehst du dich Ja, als Opfer? ja, Ja, ja. schon, das ist so lustig, aber Absolut. trotzdem. Ja. Ich denke, die Red Pill wird unaufhaltbar sein oder all diese, zumindest diese ganzen Geschlechterdynamiken zu beschreiben. Der Wir sehen Stein es ja rollt, ja. überall, der Hass kommt aus allen Ecken raus. Übrigens, also ich hoffe, das versteht natürlich, wir sagen das natürlich mit dem Hass nur immer als Spaß auf die feministische Kritik an der ganzen Kiste, die das alles Ja, zusammenwirft. oder allgemein, ja, wenn irgendwas Unschönes sagst, das ist ja heute schon Hass überspitzt, oftmals dann gesagt. Ja, blöd, wenn es dann aber so ist. Ja, das ist halt das, ne? Ja, die Aber Dynamik an sich so, ja, ja. das halt, das ist ja, da müssen wir dann uns erst recht drüber unterhalten. Ja, und in dem Fall hoffen wir, dass wir euch den Hass näher bringen konnten. Und ansonsten, wenn es euch gefallen hat, wie immer, liken, kommentieren und abonnieren. Wir sehen uns. Fiert's euch.